Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 2, Aktuelle Stunde. Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 30. Juni 2014 gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer Aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Thema: schwere Vertrauenskrise zwischen regierungstragenden Fraktionen und Innenminister Jäger belastet die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Dies ist die Drucksache 6190 in Verbindung damit der Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 6120. Betreibt das Ministerium des Inneren Nordrhein-Westfalen gezielt Desinformationen, um Demokraten zu verunglimpfen? Ich möchte noch einen Hinweis geben auf den Entschließungsantrag der Fraktion von SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 6205. Ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner von Seiten der antragstellenden Fraktion dem Herrn Kollegen Kruse von der CDU-Fraktion das Wort. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Dienst- und Fachaufsicht über die Erfüllung der polizeilichen Aufgaben in unserem Land hat der Innenminister, der in den letzten Wochen und Monaten durch eine Vielzahl von öffentlichkeitswirksamen Aktionen versucht hat, sein Ansehen, seine Popularität zu erhöhen, allerdings ohne in der Substanz die Sicherheits- und Kriminalitätslage zu verbessern. Am kommunalen Wahlabend des 25. Mai 2014 gab es nach meiner Kenntnis erstmalig in der Nachkriegsgeschichte vor dem Dortmunder Rathaus die Notwendigkeit, den Ein- und Ausgang durch polizeilichen Einsatz zu sichern. Auf Antrag der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herr Ralf Jäger dem Innenausschuss in der vergangenen Woche einen Bericht vorgelegt, der bereits im Vorfeld der Ausschusssitzung heftige öffentliche Kritik ausgelöst hat. Denn in dem Bericht des Innenministers heißt es unter anderem, dass deutlich alkoholisierte Politiker den Einsatz der Polizei erheblich gestört und vereinzelt sogar verbal Druck auf die Beamten ausgeübt habe. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Römer erklärte am 25. Juni gegenüber Journalisten in Düsseldorf, er habe den Bericht mit sehr viel Empörung zur Kenntnis genommen. Der Bericht enthalte viel Ungereimtes, weshalb er, Herr Römer, davon ausgehe, dass Innenminister Jäger das klarstellen würde. Die SPD-Abgeordnete Nadja Lüders wird in der Westfalenpost vom gleichen Tage mit der Aussage zitiert: Wir sind alle auf dem Baum. Es sei nicht hinnehmbar, so Frau Lüders weiter, dass jene, die sich Rechtsradikalen in den Weg stellen, als besoffen und randalierend dargestellt werden. Die Kollegin Daniela Schneckenburger von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht ebenfalls in der Westfalenpost davon, von einer Diffamierung derjenigen, die protestieren. Noch weiter ging das Dortmunder SPD-Ratsmitglied Volker Baran in der Westdeutschen Allgemeinen vom 25. Juni 2014. Herr Baran bezichtigt Innenminister Jäger darin sogar öffentlich der Lüge. Wörtlich heißt es von dem SPD-Ratsmitglied: Die Behauptung, betrunkene Politiker hätten den Einsatz gestört, ist eine glatte Lüge. Keiner hat die Beamten behindert. Der Innenminister verdreht die Wahrheit. Insgesamt 22 Landtagsabgeordnete und Ratsmitglieder von SPD, Bündnis 90, die Grünen, Piraten und Linkspartei haben Herrn Jägers Aussagen in einer gemeinsamen Erklärung zudem als ehrenrührig verurteilt. Das Presseecho auf den Streit zwischen Innenminister Jäger und seinen Genossen war entsprechend deutlich. Es gab eine ganze Reihe von Überschriften, so wie: SPD geht auf Distanz zu Jäger, Krawalle bringen Minister in Bedrängnis, Minister-Image ist angeknackst. Die heftigen Reaktionen, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, machen deutlich: Was wir in den vergangenen Tagen und Wochen erlebt haben, ist eine handfeste Vertrauenskrise zwischen Innenminister Jäger auf der einen und der rot-grünen Koalition auf der anderen Seite. Und diese Krise ist bis heute nicht überwunden. Im Gegenteil, die mündlichen Ausführungen des Innenministers in der vergangenen Woche im Innenausschuss haben den Streit sogar noch verschärft.
und die Polizei mitten in die Auseinandersetzung hineingezogen. Und auch deswegen haben wir diese Aktuelle Stunde beantragt. Denn anstatt die im Raum stehenden Fragen zu beantworten und die Polizei damit auch vor ungerechtfertigten Anfeindungen zu schützen, haben Sie, Herr Minister Jäger, sich im Ausschuss vor eindeutigen Festlegungen gerückt, indem Sie darauf hingewiesen haben, dass es sich bei dem Bericht lediglich um eine persönliche Darstellung, um persönliche Eindrücke eines Einsatzbeamten handele. Ich darf Sie in aller Ernsthaftigkeit daran erinnern, dass dieser Bericht Ihre Unterschrift trägt und dass Sie sich nun auf Druck von SPD und Bündnis 90 die Grünen nachträglich von diesem Bericht distanzieren, ist nichts anderes als ein Akt politischer Feigheit. Sie müssen sich entscheiden. Stehen Sie als Innenminister dieses Landes vollumfänglich zu dem, was Ihre Polizei tut, oder schieben Sie die Verantwortung dafür auf einen anonymen Einsatzbeamten der Dortmunder Polizei ab? Ihr Verhalten ist mehr als beschämend. Sie werden Ihrer Verantwortung nicht gerecht. Und hinzu kommt, Sie senden damit ein verheerendes Signal an die mehr als 40.000 Polizeibeamten in unserem Land. Diese wissen jetzt nämlich, dass Ihr oberster Dienstherr Sie im Zweifelsfall im Stich lassen wird, sobald er wegen der Folgen eines Einsatzes aus den Reihen von SPD und den Grünen unter Druck gerät, indem Sie die Verantwortung für einen Bericht, der Wahrheiten enthält, die SPD und Grünen nicht in den Kram passen, einfach von sich weisen. Für die CDU-Fraktion möchte ich in aller Nüchternheit feststellen, die 8 Einsatzbeamten der Dortmunder Polizei, die am Abend der Kommunalwahl in einer hochaggressiven und aufgeheizten Situation die Ruhe bewahrt und dadurch eine Eskalation verhindert haben. Diese Einsatzbeamten verdienen den uneingeschränkten Dank und Respekt der Politik. Wenn die Landesregierung und die Vertreter der rot-grünen Mehrheit schon nicht dazu in der Lage sind, dieses Bekenntnis über ihre Lippen zu bringen, so möchte ich dies hiermit für die CDU-Fraktion tun. Herr Minister Jäger, unterm Strich, und das meine ich auch in der Fürsorgepflicht der Opposition gegenüber der Landesregierung und gegenüber Ihnen, unterm Strich kann man Ihre bisherigen Argumentationsversuche und Ihr Ausweichmanöver in dieser Angelegenheit als hilflos bezeichnen. Sie werden mit dieser Verhaltensweise weder Ihrer Verantwortung gerecht, noch stellen Sie sich uneingeschränkt hinter die Arbeit der Polizei. Das ist mieser und schlechter politischer Stil, durch den Sie das Vertrauen zerstören, das unsere Beamtinnen und Beamten bei der schwierigen Einsatzlage benötigen, in die wir sie als Gesetzgeber entsenden. In diesem Sinne kritisieren wir als CDU nicht den Einsatz der Polizei am Abend der Kommunalwahl, sondern das, was Innenminister Jäger in seinem Bericht für den Innenausschuss daraus gemacht hat und wie er die Dortmunder Polizei auf Druck der rot-grünen Mehrheit in diesem Hause im Stich gelassen hat. Das ist unerträglich und das muss entsprechend diskutiert werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kruse. Für die Fraktion der Piraten spricht Herr Abgeordnete Sommer. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nach diesen absolut unsachlichen Einlassungen möchte ich eigentlich gerne einfach ein paar Dinge zu dem Bericht
sagen, die uns der Innenminister im Innenausschuss vorgelegt hat. Der Bericht wirft mehr Fragen auf, als die er beantwortet. In dem Bericht werden diverse Verharmlosungen durchgeführt durch Gleichstellung von Tätern und Opfern. Es wird an mehreren Stellen bewusst falsch informiert oder ein falscher Anschein erweckt. Es wird versucht, engagierte Demokraten zu verunglimpfen, und rechten Gewalttätern wird mehr Glauben geschenkt als der Zivilgesellschaft. Mindestens das fehlerhafte Vorgehen und der Einsatz des Staatsschutzes wird bagatellisiert. Man vertraut auf eine Einschätzung einer Rechtsdezernentin, die offensichtlich über die Lage in Dortmund keine Kenntnis hatte. Übrigens eine CDU-Rechtsdezernentin. Ja, wenn man das Fass aufmacht, muss man auch von trinken. So. Im Detail, am 25. Mai, 22.10 Uhr, wird das Rathaus in Dortmund von rechten Gewalttätern überfallen. Nicht von irgendwelchen politischen Kräften, sondern von rechten Gewalttätern. Stadtbekannt verurteilt. Rund 2 Dutzend gewalttätige Menschen prügeln auf eine Menschenkette ein, die sich vor einem Rathaus gebildet hat. Von Seiten der Angreifer wird unter anderem auch Reizgas eingesetzt. Kein Mensch hat das Recht, auf einen anderen Menschen einzuprügeln, weil dieser vor einer Tür steht. Wenige Minuten nach den ersten Attacken trifft die Polizei ein. Das ist positiv hervorzuheben. Negativ hervorzuheben ist, dass es leider nur 8 Einsatzkräfte waren. Das ist zu wenig an der Stelle. Diese 8 Einsatzkräfte drängen die Nazis, gut zu erkennen übrigens, an Uniformen, T-Shirts mit dem Aufschrift NWDO, einer verfassungsfeindlich eingestuften und damit verbotenen Organisation, zurück. Mit dem Rücken übrigens zur Menschenkette stehen diese Polizisten, mit Schlagstock und Pfefferspray in Richtung der rechten Angreifer. Warum mit dem Rücken zu der Menschenkette? Weil die von da aus überhaupt keine Gewalt erwarten und weil von da aus auch überhaupt keine Gewalt kommt. Gewalt kommt ausschließlich durch die Nazis, durch die rechten Gewalttäter, die auf die Menschen vor dem Rathaus eindringen. Jetzt schaffen es wirklich diese 8 Polizeibeamten, unter Einsatz ihrer eigenen körperlichen Unversehrtheit, diese Nazis zurückzudrängen. Trotzdem versuchen die Nazis übrigens weiterhin, auf die Menschen vor dem Rathaus einzuprügeln. Mit weiteren Kräften gelingt es dann der Polizei, die Nazis so weit zurückzudrängen, dass diese Angriffe nicht mehr möglich sind. Angreifer, die fast durchgängig vom Skandieren Ausländer und verfassungsfeindlicher Parolen begleitet werden. Bitte? Ja. Gut. Nachdem die rechten Gewalttäter erfolgreich durch die Polizei zurückgedrängt worden sind, versuchen die erste Strophe des Deutschlandliedes zu grölen, und zwar als Gruppe. Nach einigem Hin und Her gelingt es der Polizei hinterher, die Nazis vom Friedensplatz zu geleiten, der an dem Abend wirklich seinem Namen keine Ehre macht. Im Laufe des Angriffs der Nazis auf den Menschen vor dem Rathaus werden insgesamt 10 Menschen verletzt, unter anderem auch unsere Kollegin Daniela Schnettenburger, sowie weitere Kommunalpolitiker, übrigens auch meiner Partei. Jetzt zum Bericht oder zur Darstellung im Bericht des Innenministers. Im Vorfeld wird im Bericht genannt, dass sich auf Aussagen unter anderem der rechten Gewalttäter verlassen wird. Vergleiche Seite 3 oben. Da stellt man sich schon die Frage, wie der eigentlich erfahrene Staatsschutz in Dortmund auch nur auf die Idee kommt, den Aussagen dieser Gewalttäter Glauben zu schenken. Um 21 Uhr am Wahlabend schaut der Staatsschutz dann bei den stadtbekannten Nazis in Dorstfeld vorbei und wird von denen ebenfalls erkannt. Wahrscheinlich erkennen die Nazis auch, dass die Beamten des Staatsschutzes kurz darauf wieder abrücken. Steht auch im Bericht. Um 21.16 Uhr kursiert dann auf Twitter, laut Bericht, von den Nazis gestreut, ein Bild mit der Aufschrift mit einem Schlag ins Rathaus. Hieraus leitet der Staatsschutz keinen Handlungsbedarf ab. Das ist eine krasse Fehleinschätzung. Die kann den Beamten passieren, darf aber nicht. Wenn aber diese Fehleinschätzung passiert, dann gehört die genau so und deutlich benannt in diesen Bericht. Danach bewegen sich die Beamten des Staatsschutzes zum Rathaus, stellen da keinen Handlungsbedarf fest und kurz nach 10 verlassen sie das Geschehen am Rathaus.
Auch eine Fehleinschätzung. Weiter im Bericht. Laut Bericht befanden sich unter den Personen in der Menschenkette 20 vermummte Personen der Antifa. Vermummt, aber eindeutig zuzuordnen. Spannend. Aus meinen Erfahrungen, da ich am Wahlabend an der Stelle ab 22.40 Uhr etwa da war, und nach Durchsicht aller vorliegenden Videobilder komme ich auf maximal 5 vermummte Personen. Dass sich die Polizei hier so verzählt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Warum steht das also da drin? Das will ja irgendwas bedingen. So, dass übrigens Menschen, die von den Nazis da mit Reizgas angegriffen werden, sich Mund und Nase vermummen oder bedecken, kann ich durchaus nachvollziehen. Dass Menschen, die von den Nazis in Dortmund angegriffen werden, sich unkenntlich machen, kann ich übrigens auch verstehen. Dass normale Politiker wie Birgit Rydlewski oder Ulrich Sierau von der Hitze der Nazis in Dortmund beständig betroffen sind und dass vor deren Haustüren zu Weihnachten demonstriert wird, das gehört anscheinend zum Berufsrisiko. Normale Menschen müssen sich dem aber nicht aussetzen, dieser Hitze. Von da aus kann ich jede Vermummung verstehen. Weiter geht's mit verharmlosenden Ausdrücken. Zitat: In dem Tumult wurden nach Angaben zuerst am Rathaus eintreffender Einsatzkräfte Flaschen geworfen und auch geschlagen. Flaschen flogen ausschließlich von Nazis in Richtung der Menschen vor dem Rathaus, nicht umgekehrt. Die Aggression ging grundsätzlich und ausschließlich von Seiten der rechten Gewalttäter aus. Eine weitere Verharmlosung der Darstellung. Nächstes Zitat: Die aggressiven Parteien voneinander trennen. Aggressive Parteien wie unsere genannte Kollegin Daniela Schneckenburger, die ja hier beständig durch gewalttätige Aggressionen auffällt. Frau Schneckenburger stand mit dem Rücken zum Rathaus. Auf sie wurde von den rechten Gewalttätern eingeprügelt und sie wurde niedergeschlagen. Das sind keine aggressiven Parteien an der Stelle. Das ist eine Aggression einer Gruppe gegenüber Zivilcourage beweisenden Menschen. Wie schon eben genannt und auch im Bericht genannt, wurden 10 Menschen verletzt. Übrigens ausschließlich Menschen, die sich aus der Gruppe derjenigen zusammensetzen, die die Menschenkette gebildet haben. Von den Nazis sind keine Verletzungen bekannt. Wie auch? In die Richtung ging keine Aggression. Weiter. Um 22.20 Uhr wurde der Dienstgruppenleiter vor Ort der Einsatz von Reizgas durch Einsatzkräfte gemeldet. Hier wird gezielt die Information weggelassen, dass das Reizgas ausschließlich zur Abwehr der rechten Gewalttäter eingesetzt wurde. Desinformation durch Weglassen von Informationen. Herr Kollege Sommer, ich muss darauf hinweisen, dass Sie Ihre Redezeit im Rahmen dieses Blocks jetzt überschritten haben. Sie haben ja hinterher noch mal die Möglichkeit. Kein Problem, ich mache gleich weiter mit 22.21 Uhr. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht die Frau Kollegin Lübers. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher auf der Tribüne. Das, was Sie hier gerade abgelassen, Herr Kruse, zeigt mal wieder eindeutig, dass Sie sich mit dem Thema an sich überhaupt nicht auseinandersetzen wollen. Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass Sie sich mit dem Innenleben unserer Fraktion und das Innenleben der regierungstragenden Fraktionen auseinandersetzen, aber in keinster Weise zu dem Thema reden, in keinster Weise. Sie wissen sehr genau, dass wir unsere Polizei hier in NRW unterstützen bei ihrer Arbeit. Die ist wertvoll. Sie haben es nicht verstanden. Und Sie haben es wirklich nicht verstanden. Wir sind in Dortmund außerordentlich dankbar für den Einsatz der ersten 8 Kräfte, die vor Ort waren. Und es geht uns nicht um den Einsatz. Es geht um die Wortwahl und den Duktus dieses Berichtes, der uns vorgelegt worden ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich komme da gleich zu, der Innenminister hat im Innenausschuss, wenn Sie dazugehört haben,
sehr klar gesagt, dass er die Kritik an dem Bericht ernst nimmt und uns alle gemeinsam aufgefordert hat, die politische Auseinandersetzung mit den Rechtsextremen zu führen. Sie haben da noch im Innenausschuss dieser Mahnung zugestimmt. Umso verwunderter, Herr Laschet, ich komme jetzt zu Ihnen, umso verwunderter und erschrocken bin ich, wenn ich Ihr Schweigen, und das Schweigen, das hat uns mal die Geschichte gelehrt, das ist nicht gut, zu dem Vorfall in Köln-Port, da hat sich der Bezirksbürgermeister der CDU von Stimmen von Pro NRW wählen lassen. Und Sie schweigen dazu und sagen auch jetzt nichts. An der Stelle bekennen Sie Farbe, Herr Laschet, als Parteivorsitzender. Die Demokratinnen und Demokraten in Dortmund, die sich den Rechten in den Weg gestellt haben. Das verdient ebenfalls unseren höchsten Respekt. Ich möchte mir nicht im Ansatz ausmalen, was passiert wäre, wenn die Rechten das Rathaus erstürmt hätten, die mit Flaschen und Tränengas bewaffnet waren. Und ernsthaft, die Ereignisse in meiner Heimatstadt erinnern mich an eine längst vergangene Zeit. Wenn uns unsere Geschichte eins gelehrt hat, dann dass es Demokratinnen und Demokraten braucht, die nicht wegschauen. Demokraten, die frühzeitig Zivilcourage beweisen und gegen rechte Gewalt aufstehen. Das ist auch ein Teil einer langjährigen, 150-jährigen Geschichte meiner Partei, der Sozialdemokratie. Und alle hier im Raum sind da an unserer Seite, von Seiten unserer Mitglieder meiner Partei. Doch auch gerade und weil wir uns in diesem Ziel so einig sind und uns vertrauen, pflegen wir dazu einen offenen Austausch. Und in diesem Zusammenhang ist es eben die Wortwahl des Berichtes, der uns in, gelinde gesagt in Dortmund zu Irritationen geführt hat. Ich will da auf Einzelheiten jetzt gar nicht im Weiteren eingehen, weil dazu bräuchte ich dann auch eine zweite Runde. Wenn Sie das möchten, tue ich das. Dann tue ich das gerne. Wenn Sie dazu auch noch mal einen Beleg brauchen, weil Sie es anscheinend immer noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Im Vorfeld hat der Staatsschutz ermittelt, dass es nach Aussagen dieses Berichtes keine Erkenntnisse gäbe, dass die Rechten in den Rathaus ziehen. Es wird beschrieben, dass um 21 Uhr eine Vielzahl von Rechten in Dortmund zu einer kleinen Feier sich aufgehalten haben, um direkt dann im nächsten Absatz zu beschreiben, dass die Beamten sich anschließend, während sie dies beobachtet haben, zum Rathaus gegangen sind. Ernsthaft, das verstehen wir nicht, wenn im Vorfeld keine Erkenntnisse vorlagen, warum man dann Aufklärungsarbeiten am Rathaus führen muss, wo man sie in Dortmund-Dorstfeld zusammen bei einer Feier beobachtet. Das ist uns nicht erklärlich. Um 22.05 Uhr verließen die Beamten laut Bericht dann das Rathaus, da es keinerlei verdächtige Wahrnehmung gegeben habe. Genau 5 Minuten später ging als dann der erste Notruf bei der Polizei ein. Über die Angriffe der Rechten in der Zwischenzeit, die mit Gewalt das Rathaus stürmen wollten, nichts im Bericht beschrieben. Und wenn man dann auf YouTube die veröffentlichten Berichte sieht, dann berichtet dort ein Polizeibeamter vor belaufender Kamera, und da zitiere ich wörtlich mit Erlaubnis des Präsidenten: Letztlich stellte sich das so dar, dass eine Gruppe von ca. 20 Personen versucht hat, mit Parolen wie Deutschland den Deutschen und Ähnlichen in das Rathaus zu gelangen. Das ist von innen verhindert worden. Auch dazu sagt der Bericht leider nichts aus. Und das ist die Kritik, die wir geübt haben
und das, was der Minister auch im Innenausschuss erklärt hat, umso glücklicher und froh sind wir ja für die Worte, die unser Innenminister im Innenausschuss am letztvergangenen Donnerstag gefunden hat. Denn er hat klar und deutlich gesagt, dass er diese Kritik ernst nimmt. Das tut gut in Dortmund, das tut wirklich gut. Und der Vorschlag vom Innenminister, sich an einen Tisch zu setzen und das Ganze auch wirklich mit der Polizeiführung in Dortmund zu besprechen, das hat der Polizeipräsident in Dortmund übrigens, Herr Lange, noch am gleichen Tag aufgenommen. Und wir nehmen dieses Angebot gerne an, um gemeinsam nach vorne zu schauen. Und das können Sie anscheinend in keinster Weise, sondern Sie sind in der Vergangenheit verhaftet. Liebe Mitglieder der Opposition, gehen Sie mit uns gemeinsam den Weg. Gehen Sie mit uns gemeinsam den Weg für Demokratie, auch in diesem Parlament. Denn das, was wir derzeit in kommunalen Parlamenten erleben, sollte uns alle eine Warnung sein. Und dann komme ich noch mal zurück auf Köln. Wenn die CDU sich bei einer gemeinsamen Resolution des Rates im Umgang mit rechten Parteien der Stimme enthält, dann ist das ein Zeichen, dass Sie keine Stellung beziehen wollen. Und Herr Laschet, ich fordere Sie noch einmal auf, das, was in Köln-Porz passiert ist, nehmen Sie dazu Stellung. Vielen Dank, Frau Kollegin Lüders. Frau Kollegin Lüders, für die FDP-Fraktion spricht Herr Dr. Ort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor wir in die Details gehen, möchte ich eins vorwegstellen. Ich finde, dass der Wahlabend in Dortmund für die Demokratie kein guter Abend war, und zwar in jeder Beziehung. Und ich möchte vorwegstellen, dass für den Innenminister und für die nordrhein-westfälische Polizei die letzte Innenausschusssitzung kein guter Tag war, meine Damen und Herren. Beides gehört leider zusammen. Wenn wir uns zunächst einmal der Innenausschusssitzung zuwenden, da haben wir einen Bericht vorliegen. Das ist der Bericht der Landesregierung, also von Frau Kraft, vom Fachminister. Und dort haben wir einiges nachlesen können, unter anderem von alkoholisierten Politikern, aber auch von Gewalt. Und wenn dann der Herr Minister sich in der Sitzung am Anfang aus Angst, weil er Kritik aus den eigenen Fraktionen bekommen hat, hinsetzt und sich von diesem Bericht distanziert, ohne entweder zu sagen, er ist richtig oder er ist falsch, Herr Minister, dann sind Sie das Leichtgewicht der Koalition schlechthin, meine Damen und Herren. Jeder Bericht kann falsch sein. Aber wenn er denn dann falsch wäre, dann müssen Sie es auch klar sagen. Sie dürfen als zuständiger Fachminister die Polizei nicht im Regen lassen, weil Sie die politische Verantwortung dafür scheuen, meine Damen und Herren. Und wenn wir dann im Ausschuss den weiteren Verlauf gehört haben, dann hat ja die Polizei auch zitiert. Es wurde dargelegt, dass die Beamtinnen und Beamten noch mal im Nachgang mehrfach gefragt wurden. Und es wurde von den Zuständigen, fachlich Zuständigen aus dem Ministerium, bestätigt, dass der Bericht sachlich richtig sei, meine Damen und Herren. Und dann meine ich, Herr Minister, dann müssen Sie sich an die Spitze der Bewegung machen
und müssen das auch beim Namen nennen. Wenn Demokraten prügeln, ist das keine Zierde für die Demokratie, meine Damen und Herren. Und solange der Bericht der Polizei vom Minister nicht widerrufen wird, erlaube ich mir zunächst davon auszugehen, dass er richtig ist. Und dann haben wir gehört, dass deutlich mehr Ermittlungsverfahren gegen bürgerlich, links und so weiter eingeleitet wurden als gegen die Rechte. Meine Damen und Herren, Gewalt erwidert man nicht mit Gewalt. Das ist peinlich für Demokratie, wenn Sie sich so verhalten. Herr Dr. Ort, hören Sie eine Zwischenfrage? Würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Wegener zulassen? Insofern kann ich nur sagen, es wäre gut gewesen, wenn alle Demokraten die Polizei die Arbeit hätten machen lassen. Dafür ist die Polizei da. Wir haben ein Gewaltmonopol. Ich finde es auch unerträglich, dass Rechte gewählt wurden in Dortmund, dass Rechte ins Rathaus einziehen. Aber ich würde keine Gewalt anwenden, meine Damen und Herren. Es gibt eine Zwischenfrage. Also ja, ich möchte keine Zwischenfrage zulassen, aber Frau Schneckenberger, Sie können ja gleich, da Sie sich ja auch zu Wort gemeldet haben, mal uns allen hier darlegen, wie es denn zu dem Video gekommen ist, wo offenbar eine Dame, die Ihnen sehr ähnlich sieht, mit den Fäusten rumspielt. Ich wüsste gerne, was der Hintergrund der Sache ist, meine Damen und Herren. Insofern habe ich ein klares Fazit für heute. Entweder ist der Bericht der Polizei richtig, dann hat der Minister gekniffen, dann ist der Minister eigentlich nicht tragbar für ein so schweres Amt. Oder aber, Sie liegen richtig. Die Polizei hat Falsches vorgetragen. Das wäre beschämend, auch für die Demokratie. Aber auch dann ist der Minister der Falsche am Platz. Herzlichen Dank. Das war die Rede von Herrn Dr. Ort für die FDP-Fraktion. Und nun spricht für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Frau Kollegin Schäffer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich dachte, dass es nach Herrn Kruses Beitrag gar nicht schlimmer werden könnte. Aber Herr Ort, das geht gar nicht. Sie verdrehen hier Tatsachen. Sie unternehmen ungeheuerliche Unterstellungen. Das ist peinlich. Das ist peinlich für dieses Haus. Und es ist auch peinlich, dass FDP und CDU hier kein Wort verlieren über den Bericht, über das Thema Rechtsextremismus. Auf Sie wartet man ja immer vergeblich bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Ich würde mir wünschen, dass Sie mal mit uns auf der Straße stehen. Wir haben in Dortmund eine der gewaltbereitesten Neonazi-Szenen hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch bundesweit. In dieser Stadt sind Menschen ermordet worden. Es hat den Angriff auf die DGB-Demo im Jahr 2009 gegeben. Die Aufmärsche am 1. Mai, am 1. September sind mittlerweile von bundesweiter Bedeutung für die rechtsextremistische Szene bundesweit. Und es ist uns vor 2 Jahren gelungen, dass man diese Gruppierung, diese autonomen Nationalisten verbieten konnte als nationaler Widerstand nach dem Vereinsgesetz. Das hat durchaus dazu geführt, dass Personen, die sich im Umfeld dieser Szene bewegt haben, dass sie zum Ausstieg sich bewegen ließen. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, und ich finde, das muss man hier auch mal selbstkritisch ansprechen, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass sich viele dieser ehemaligen Mitglieder des nationalen Widerstandes wiederfinden in der rechtsextremistischen Partei Die Rechte, die unter dem Deckmantel einer Partei jetzt neu agiert. Und ich finde es besonders erschreckend, dass genau diese Partei jetzt vertreten ist in Hamm, in Dortmund, in mehreren Bezirksvertretungen. Und das ist doch das eigentliche Problem, worüber wir diskutieren müssen. Von Ihnen kein Wort, Herr Kruse. Denn unser gemeinsames Ziel von Demokratinnen und Demokraten
Unser gemeinsames Ziel muss es doch sein, dass wir es schaffen, 2020 genau diese rechtsextremen Parteien wieder aus den Stadträten rauszuwählen. Und bis dahin, bis 2020, das ist eine lange Strecke von 6 Jahren, brauchen wir einen Umgang. Aber für uns Grüne ist klar, es darf keine Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten, mit Neonazis geben. Und das, was da in Köln-Porz abgelaufen ist, ist peinlich für die Demokratie. Und das geht so gar nicht. Laut Polizei hat es keine Hinweise im Vorfeld des Wahlabends darauf gegeben, dass die Neonazis zur Wahlparty im Dortmunder Rathaus kommen würden. Und dennoch stellt sich die Frage, warum hat der Staatsschutz den Dortmunder Stadtteil Dorsfeld verlassen, um zum Rathaus zu fahren, und ist nicht drangeblieben an den Neonazis? Diese Fehleinschätzung, und als solche würde ich sie auch bezeichnen, hat dazu geführt, dass 30 Neonazis am späten Abend noch unbeobachtet losziehen konnten. Und aus meiner Sicht hätte man annehmen können und auch müssen, dass eine Gruppe betrunkener Rechtsextremisten an so einem Abend abends noch losziehen, um Menschen zu bedrohen. Im Innenausschuss ist darüber von den Vertretern des Innenministeriums ja Bedauern ausgesprochen worden. Ich meine aber, es schwächt Polizei nicht, sondern es stärkt sie eigentlich, wenn man an einer solch einer Stelle auch mal sagt, dass man Fehler gemacht hat. Und das hätte so auch, meine ich, in dem Bericht auftauchen müssen. Durch den Bericht selbst sind Menschen, die sich gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus positionieren und engagieren, mit Formulierungen wie die von betrunkenen Politikern diffamiert worden. In dem Bericht wird nicht deutlich, dass Gewalt von Neonazis gegen Demokratinnen und Demokraten ausgeübt wurde. Der alte Duktus von angeblichen Rechts-Links-Auseinandersetzungen, der ja meist zur Verharmlosung von rechtsextremer Gewalt geführt hat, lebt in diesem Bericht leider wieder auf. Und die Darstellungen über die Gefährderansprache mit einem bekannten Neonazi-Kader klingen leider so, als hätte man sich auf diese Aussagen berufen. Solche Formulierungen sind fatal, weil sie das Vertrauen von demokratischen Bürgern und Bürgerinnen und Bürgern in Polizeiarbeit beschädigen, weil sie Fronten aufmachen zwischen Demonstrantinnen und Demonstranten auf der einen und Polizei auf der anderen Seite. Und ich meine, das ist das eigentlich Erschreckende über diesen Bericht, über die ganze Diskussion darüber, dass wir zurückgeworfen sind in der Diskussion, die wir in den letzten Jahren geführt haben, weil es diese Empörung gibt, die auch zu Recht da ist. Aber ich meine, wir müssen jetzt wieder nach vorne auch arbeiten, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, weil die Gefahr durch Rechtsextremismus für unsere demokratische Gesellschaft ja vorhanden ist und wir alles daran setzen müssen, dieses Phänomen zu bekämpfen. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus kann aber nur gemeinsam, kann nur mit Zivilgesellschaft gelingen. Wir können die Polizeiarbeit stärken, wir können den Verfassungsschutz entsprechend ausrichten, wir können den Opferschutz stärken, das haben wir auch durch die Beratungsstellen gemacht, wir können Präventionsmaßnahmen auflegen, wir können Aussteigerprojekte fördern. Aber demokratische Werte und das tägliche Einstehen für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, das muss durch die Bürgerinnen und Bürger, durch uns alle jeden Tag auch gelebt werden. Und gerade in Dortmund haben wir ja so eine aktive Zivilgesellschaft, die sich eben abends am Wahlabend mutig vor das Rathaus in Dortmund gestellt hat. Die rechtliche Lage dazu ist ja im Innenausschuss auch dargestellt worden. Ja, die Neonazis hatten das Recht, an diesem Abend die Wahlparty zu betreten, weil es eine öffentliche Veranstaltung war. Ja, das ist so. Man hätte sich vielleicht im Rathaus vorher auch mal Gedanken darüber machen können, inwiefern man eine nicht öffentliche Veranstaltung macht, durch die Fraktionen beispielsweise, aber das ist was anderes. Klar ist, die rechtliche Situation ist so, wie ich sie gerade geschildert habe. Und natürlich ist es so, dass das Hindern am Betreten der Wahlparty ein Straftatbestand der Nötigung darstellen kann. Das ist die rechtliche Ebene. Es gibt aber auch noch eine andere Ebene. Es gibt auch noch eine politische, es gibt eine moralische Ebene. Die politische Ebene ist, dass ich meine, dass es richtig war, dass sich Menschen schützend vor dieses Rathaus gestellt haben. Und ich kann sagen, und ich glaube, da spreche ich zumindest für einige Kolleginnen und Kollegen auf dieser Seite des Parlaments, viele von uns hätten sicherlich dasselbe getan, wenn Rechtsextreme in unser Rathaus, in der eigenen Heimatstadt, hätten versuchen, reinzukommen zu wollen. Ich meine aber auch, dass wir in den letzten Jahren
in der Polizeiarbeit vieles bewegt haben im Themenfeld Rassismus und Rechtsextremismus. Es gibt die Sonderkommission, es gibt das Kompetenzzentrum am LKA, es gibt die gesonderte Erfassung der Straftaten der Allgemeinkriminalität durch Neonazis. Es gibt die feste Verankerung des Themenkomplexes in der Aus- und Fortbildung. Und jetzt muss es doch eigentlich darum gehen, zum einen aus solchen Diskussionen zu lernen, mit Zivilgesellschaft in Kontakt zu treten und den Bericht nachzubereiten. Aber es muss auch darum gehen, die Umsetzung der fraktionsübergreifenden beschlossenen Empfehlungen des Bundestags, Untersuchungsausschusses zum NSU umzusetzen, sie runterzubrechen und umzusetzen. Und ich meine gerade auch hier für diejenigen, die sonst vielleicht nicht im Innenausschuss sind. Wir befinden uns weder am Anfang dieser Debatte noch am Ende, sondern wir sind eigentlich mittendrin in der Auseinandersetzung darüber, wie Polizeiarbeit besser werden kann, gerade bezogen auf dieses Themenfeld. Und daran sollten wir alle als Demokratinnen und Demokraten auch anknüpfen für die Zukunft. Vielen Dank, Frau Schäfer. Und nun spricht für die Landesregierung Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön. In unserer demokratischen Gesellschaft darf kein Platz sein für rechtsextremistische Gewalt oder rechtsextremistische Parolen, meine Damen und Herren. Und ich setze darauf, dass es in dieser Frage eine Einigkeit in diesem Landtag geben muss. Da darf es keine zwei Meinungen geben, meine Damen und Herren. Und ich bin mir ziemlich sicher, diese Diskussion um das, was am 25.05. in Dortmund geschehen ist, und auch der Streit, das muss man offen sagen, der darüber geführt wird, darf uns von diesem Weg nicht abbringen. Allerdings, da frage ich mich allerdings, ich habe sehr genau Ihnen zugehört, Herr Kruse, sehr genau zugehört. Ich frage mich, was ist eigentlich die Motivation von Ihnen? Warum beantragen Sie diese Aktuelle Stunde? Ich frage Sie, wollen Sie sich mit uns gemeinsam darüber auseinandersetzen, wie wir Rechtsextremismus in dieser Gesellschaft bekämpfen wollen? Oder wollen Sie politische Geländegewinne erzielen, Herr Kruse? Diese Frage müssen Sie beantworten. Ich glaube, dass wir in dieser Frage eigentlich schon längst eine Linie gefunden haben. Sie sollten hier, ich kann für Sie diese Frage nicht beantworten. Ich finde es gut, wenn Sie das für Ihre Kolleginnen und Kollegen hier für die CDU noch mal deutlich machen. Meine Damen und Herren, ich finde, wir haben uns letzte Woche im Innenausschuss sehr intensiv, sehr sachlich mit den Vorgängen des 25. Mai auseinandergesetzt. Mir ist wichtig, meine Damen und Herren, dass im Nachgang zu dieser Diskussion im Innenausschuss das Parlament eine klare Botschaft in die Öffentlichkeit gesandt hat. Gemeinsam danken wir den 8 Polizeibeamtinnen und Beamten, die als Erste am Rathaus ankommen, einer größeren, einer aggressiven, einer gewalttätigen Gruppe gegenübergestanden haben. Und sie haben genau das getan, die 8, was sie tun sollen. Sie haben nämlich deeskaliert, sie haben ausufernde Gewalt verhindert und sie haben damit im Rahmen dessen, was ihnen möglich war, die Menschen, die vor dem Rathaus standen, zu diesem Zeitpunkt in der Weise, wie sie da waren, geschützt. Verstärkung kam, die Lage beruhigte sich in kürzester Zeit. Viele Beamtinnen und Beamten sind an diesem Abend im Einsatz gewesen. Ich danke denen ausdrücklich. Meine Damen und Herren, ich denke, ich habe im Innenausschuss letzte Woche eine klare Bewertung, auch politische Bewertung dieses Abends vorgenommen. Ich will an dieser Stelle nochmal ausdrücklich betonen. Ich finde es erschreckend, ich finde es empörend, ich finde es wutemotional nachvollziehend, dass Rechtsextremisten es gelingt, mit legalen Mitteln in unsere Parlamente und in unsere Räte einziehen zu können. Das ist ein nur schwer zu ertragender Zustand, Herr Kruse, nur schwer zu ertragen. Und ich habe für jeden großes Verständnis, der einen solchen Zustand nicht hinnehmen will, der etwas dagegen tun will, der etwas ändern will. Und ich kenne, Frau Schäfer hat zu Recht darauf hingewiesen, ich kenne die besondere Situation in Dortmund. Nirgendwo in Nordrhein-Westfalen haben wir eine so verfestigte, eine so aggressive, eine so gut organisierte neonazistische Szene wie in Dortmund.
Das hat die, Gott sei Dank, noch mal, macht das der Entschließungsantrag von Rot-Grün noch mal deutlich, dass das nicht am 25. Mai aufgetreten ist, sondern dass das eine jahrzehntelange schlimme Tradition in Dortmund hat. Das ist wichtig für diese Diskussion. Wichtig ist auch für die Diskussion zu verstehen, was ist das Ziel von Rechtsextremisten und Neonazisten. Sie wollen provozieren. Sie wollen verbal Hass schüren. Und das tun sie am 1. Mai. Das tun sie am Antikriegstag, den sie für ihre Zwecke mit ihren Aufmärschen missbrauchen. Und ich habe für die Wut der Dortmunder über diese Aufmärsche allergrößtes Verständnis, weil es mich selbst auch wütend macht. Und deshalb hat der Polizeipräsident Lange zu Recht alle rechtlichen Mittel genutzt, diese Neonazi-Aufmärsche zu verbieten. Deutsche Gerichte haben anders entschieden. Das müssen wir als Demokraten akzeptieren, aber wir müssen jedes Mittel, was rechtsstaatlich zulässig ist, gegen diese Neonazis nutzen, meine Damen und Herren. So, sich in solchen Situationen wie an dem 25. sich selbst im Griff zu haben, besonnen reagieren, souverän zu reagieren, das fällt schwer. Ich habe den Wahlabend in Duisburg im Rathaus verbracht. 4 Mitglieder von Pro-NRW, 1 Mitglied von NPD haben leider ausreichend Stimmen erzielt, um zukünftig Mitglied im Rat der Stadt Duisburg zu sein. An einem Wahlabend diese Ergebnisse zur Kenntnis nehmen zu müssen, während die am Nebentisch feiern, ist emotional für einen Demokraten nur schwer zu ertragen. Deshalb habe ich großes Verständnis für das Entsetzen in Dortmund über den Einzug dieses Rechtsradikalen. Bei allen ehrlichen, bei allen redlichen Motiven muss aber auch eins klar sein. Bei allen Protesten gegen Rechtsextremisten müssen sich Demokraten an demokratische Gesetze halten, weil wir sonst selbst in die Kritik derer geraten. Aber um es auch deutlich zu sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Menschen, die an dem Abend im Rathaus sich vor die Tür gestellt haben und den Einzug der Rechten verhindert haben, sich sehr wohl im Recht gesehen haben, meine Damen und Herren. Sie wollten eben nicht ein Rathaus widerstandslos Neonazis überlassen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann auch die Wut und die Empörung dieser Menschen sehr gut nachvollziehen. Allerdings gilt für unsere Polizei, sie muss auch, wenn es um Parteien aus dem rechtsextremistischen Spektrum geht, immer nach Recht und Gesetz handeln. Sie muss dabei jeden Bürger schützen, übrigens auch jeden Bürger davor schützen, Straftaten zu begehen. Sie darf nicht nach der Gesinnung beurteilen, sondern sie muss ausschließlich an Handlungen dieser Person handeln. Die Polizei schützt keine politische Gesinnung. Die Polizei schützt die in unserer Verfassung verbrieften Grundrechte. Und ich kann die Wut von vielen wirklich verstehen, wenn sie als Demokrat tatenlos mit ansehen müssen, wie Antidemokraten sich auf demokratische Rechte berufen. Ich kann diese Wut verstehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will noch mal kurz auf den Bericht vom 23. Juni zu sprechen kommen. Auch hier ist mir wichtig, eines zu betonen. Die Kritik an diesem Bericht nehme ich persönlich sehr ernst, meine Damen und Herren. Ich habe es bereits im Ausschuss gesagt. Herr Kruse, ich habe Ihnen ganz klar da geantwortet, ich stehe zu diesem Bericht. Aber ich habe auch Verständnis dafür, dass einige Formulierungen bei Menschen als unsensibel empfunden werden, Irritationen auslösen und auf Unverständnis stoßen. Und trotzdem ist das ein Wahrnehmungsbericht von Einsatzbeamten und kein politisches Manifest. Das habe ich Ihnen, Herr Kruse, wortwörtlich so gesagt, meine Damen und Herren. Ich möchte gerne noch mal deutlich machen, Herr Kruse, was ich auch nicht in Ordnung von Ihnen finde, wenn Sie die klare rechtsstaatliche Haltung, mit der unsere Polizei gegen Neonazis vorgeht, im Bericht kritisieren oder in Frage stellen. Aber ich will es auch deutlich sagen, wenn die klare rechtsstaatliche Haltung, mit der unsere Polizei gegen Neonazis vorgeht, im Bericht nicht deutlich genug zum Ausdruck gebracht wurde, dann werden wir das in Zukunft tun. Aber die Haltung unserer Polizei, Herr Kruse, in diesem Fall in Frage zu stellen, das finde ich geht nicht. Herr Kruse, ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Ich habe Ihnen, Herr Kruse, sehr genau zugehört. Ich glaube, dass wir Zivilgesellschaft, Polizei in Dortmund bei dieser schwierigen Lage gemeinsam in der Vergangenheit schon viel erreicht haben.
Wir haben vieles erreicht im Kampf gegen Rechtsextremismus. Diese Leistung darf durch diese Diskussion nicht in den Hintergrund geraten. Um es deutlich und unmissverständlich zu sagen, meine Damen und Herren, in dem Pulk der Neonazis befanden sich Kriminelle, verurteilte Straftäter, die mit Gewalt versucht haben, ins Rathaus einzudringen. Unzweifelhaft. Auf Gewalt von Neonazis kann es nur eine Antwort des Rechtsstaates geben, eine konsequente Strafverfolgung der Justiz. Und dies geschieht. Dies geschieht am 25.05., dies geschieht vor dem 25.05. und nach jedem Tag des 25.05. genauso. Ich bin sehr froh darüber, dass Herr Lange in Dortmund einen Dialog, einen runden Tisch initiiert hat, um diese Vorgänge um den 25.05. sachlich und in Ruhe aufzubereiten, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft in Dortmund. Ich finde, auch eines muss aus der Debatte heute hier klar werden. Das Engagement der Zivilgesellschaft in Dortmund werte ich so: Menschen, die auf die Straße gehen, die Nazi-Aufmärsche mit friedlichen Gegendemonstranten, sind ausdrücklich erwünscht. Dieses Engagement der Dortmunderinnen und Dortmunder gebührt unser Dank, mein Dank. Und so, wir sollten alles dafür tun, dass wir es an dieser Stelle würdigen und auch in Zukunft würdigen, meine Damen und Herren, Herr Dr. Ort. So, Herr Minister, auch wenn dieser Antrag heute, bitte. Ja, ich komme zum Schluss. Ich will bitte noch einen Hinweis geben. Wir haben viel erreicht. Es darf nicht der falsche Eindruck entstehen, dass wir zivilgesellschaftliches Engagement nicht schätzen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen klare Signale geben, dass wir auf einer Linie sind mit denen, die gegen Neonazis demonstrieren. Und eines muss, denke ich, heute auch klar werden. In Richtung des rechtsextremen Lagers. Ihr habt nicht gewonnen, nicht am 25.05. Ihr werdet nie gewinnen, weil wir Demokraten zusammenstehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Nun spricht für die CDU-Fraktion Herr Kollege Lohn. Der Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn möchte ich eindeutig feststellen, ich persönlich, aber auch die CDU-Fraktion hier im Landtag, freuen uns über jeden Rat, der frei von Rechtsradikalen ist. Und deswegen ist das eine infame Unterstellung und ein infamer Versuch, uns in die Ecke von Rechtsradikalen zu drücken. Weiter. Zu den Äußerungen. Ja, man merkt an Ihrer Betroffenheit, dass Sie wirklich im Kern Ihrer politischen Selbstverständnisse getroffen sind. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auf die Äußerungen vom Minister Jäger eingehen. Zunächst wird es Sie vielleicht erstaunen, ich bin ihm dankbar, dass er gesagt hat, alle demokratischen Kräfte hier im Haus, aber auch im Land, müssen gemeinsam mit allen politisch möglichen und rechtlich zulässigen Mitteln gegen Rechtsradikalismus ankämpfen. Das ist genau die Meinung der CDU. Nur leider Gottes war das in Dortmund anders. Da wurden die rechtlich zulässigen und rechtlich möglichen Mittel eindeutig überschritten. Und deswegen bin ich dem Minister dankbar, dass er das hier auch ganz klar und in seinem Bericht auch deutlich gemacht hat. Bezeichnenderweise war es nur so, dass von den Grünen bei dem Punkt gar kein Applaus kam und bei den SPD-Leuten betretenes Schweigen war. Herr Minister, das ist kein Rückhalt aus Ihren Koalitionsfraktionen. Und wenn wir die Diskussion vom Ende her betrachten, kann man jetzt als Ergebnis schon feststellen, ich hoffe, wir kommen wieder zu dem demokratischen Konsens gegen die Rechten, aber festzustellen ist auch, dass das Koalitionsverhältnis zwischen Grünen und der SPD und der SPD, dem SPD-Minister, zerrüttet ist. Und deswegen müssen wir heute hier darüber sprechen. Wenn Sie meinen, die Diskussion heute, Herr Minister Jäger, wäre kontraproduktiv, so kann ich Ihnen sagen, die Tatsache, dass Sie einen Bericht vorgelegt haben,
der von Ihren Koalitionspartnern massiv kritisiert wird, deutet darauf hin, dass die Kritik nicht in Richtung der CDU geht oder in Richtung der FDP. Die Kritik richtet sich zu 100% gegen Sie. Das ist Ihr Bericht, um den es hier geht. Und jeder Kritikpunkt, der aufgeführt wurde, müssen Sie sich persönlich anziehen. Da können Sie auch nicht von Köln-Porz reden oder von irgendwelchen anderen Sachen. Das, jedes Wort, was da drin steht, ist von Ihnen unterzeichnet. Sie müssen das rechtfertigen. Ja, das Vertrauen der Polizei, Herr Jäger, ist normalerweise das höchste Gut, was ein Innenminister hat. Und Sie haben sich in der Vergangenheit nicht ungeschickt angestellt. Aber Ihr Verhalten nach den Vorfällen in Dortmund und auch bei der letzten Innenausschusssitzung haben dazu geführt, dass das Vertrauen der Polizei in Sie als Innenminister nicht nur zerstört, sondern weg ist. Es ist definitiv weg. Ja, die Polizei ist enttäuscht von einem Minister, der sich bei dem geringsten Druck von Seiten der Grünen und einigen SPD-Granden aus Dortmund wegduckt, versucht, sich zu distanzieren von einem Bericht und sagt, das wäre der Bericht eines einzelnen Einsatzbeamten gewesen. Jeder, der weiß, wie die Berichte zustande kommen, kann Ihnen sagen, dass das völlig wahrheitswidrig ist. Der Bericht kommt zustande, indem verschiedene am Einsatzort Beteiligte einzelne Berichte abgeben. Die werden zusammengefasst vom Polizeipräsidenten in Dortmund und er gibt sie dann an das Ministerium weiter ab. Der Polizeipräsident in Dortmund ist ein politischer Beamter. Der hat erst bezeichnenderweise gesagt, die Polizei dürfe nicht neutral sein. Damit steht er rechtlich auf sehr wackeligen Füßen. Denn unsere Polizei ist keine politische Polizei. Die ist verpflichtet, rechtlich neutral zu sein. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Berichte, die von der Polizei Dortmund über den Polizeipräsidenten Dortmund an Sie gehen, auch neutral und wahrheitsgemäß sind. Daran gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel. Wenn dann unangenehme Wahrheiten da drin stehen, wie zum Beispiel, dass betrunkene SPD-Politiker massiv Druck ausgeübt haben in Person des Ex-Bürgermeisters Kandidaten Drabich, dann ist das für die SPD und für die Grünen unangenehm. Trotzdem muss man mit solchen Wahrheiten, die sich ergeben, leben können. Und der Bericht wurde fast vier Wochen nach dem eigentlichen Wahltag vorgelegt. Ich kann Ihnen sagen, es gibt mit Sicherheit formelle Mängel, auch Mängel in der Art und Weise der Wortwahl in dem Bericht. Ich führe das darauf zurück, dass der im Verlauf der letzten drei Wochen, bevor er vorgelegt wurde, massiv korrigiert wurde. Denn da kommt ein Bericht zustande, der aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt ist. Ja. Wenn Sie mit Ihrer Empörung fertig sind, mache ich gerne weiter. Empörung ist das Stichwort. Herr Römer guckt auf. Genau Sie meine ich damit. Sie müssten sich eigentlich einklinken in die Debatte hier. Denn Sie haben ja über die Medien lauthals getönt. Sie seien empört über den Bericht Ihres Innenministers. Und ich denke mir, danach wird es auch noch Gespräche zwischen Ihnen und Herrn Jäger gegeben haben. Nur heute stehen Sie nicht auf der Rednerliste. Hier hätten Sie Gelegenheit, Ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen und genau das zu benennen, was Sache ist. Ja, Herr Römer, Sie haben gleich, denke ich mir, noch die Gelegenheit dazu. Es bleiben nach wie vor, auch nach der Diskussion heute hier, einige Fragen offen. Vor allen Dingen, hat es tatsächlich diese Einflussnahme von Ihnen und von den SPD-Granden aus Dortmund gegeben, die den Minister dazu veranlasst haben, seinen Bericht zunächst zu relativieren in der Innenausschusssitzung, um zu sagen, den hat ein Beamter geschrieben. Und wenn das so sein sollte, sage ich Ihnen, wir haben weder eine politische Polizei, noch darf ein Bericht der Landesregierung von den Parteien vor Ort korrigiert werden. Das sieht anscheinend Frau Schäffer von den Grünen, von der ich muss ich sagen, sie tritt immer nett und schön auf, aber was Sie eben von sich gegeben haben, das ist mit dem Rechtsstaat, in dem wir leben, nicht vereinbar. Sie haben gesagt, es gibt rechtliche Möglichkeiten, Widerstand zu leisten und daneben gäbe es politische Möglichkeiten und moralische Rechtfertigungen. Das ist definitiv falsch. Wo das Recht beendet ist, ist auch das Ende des Protestes da. Und was Sie da vortragen haben, das würde Tür und Tor der Gewalt öffnen. Und, wir können
glaube ich, am Ende doch noch mal dazu zusammenkommen, dass wir sagen, wir müssen gemeinsam den Kampf gegen die Rechten gehen. Es macht natürlich schwer, den Verlauf der Diskussion hier vergessen zu lassen. Denn wenn Sie uns vorwerfen, wir würden rechtsradikale Tendenzen verfolgen, ist das schwierig, auf einen Nenner zu kommen. Herr Minister, ich fordere Sie auf, sagen Sie gleich noch mal klipp und klar und deutlich, das, was in dem Bericht steht, sind meine Aussagen. Ich nehme keinen Deut davon zurück. Und deswegen zitiere ich zum Abschluss noch mal eine Passage, die ich von Ihnen dann auch gern als Ihre Passage bestätigt hätte. Beispielsweise heißt es dort auf Seite 8, während die Einsatzkräfte die Gruppe der Angehörigen der rechten Szene räumlich zurückdrängten, wurden fortwährend aus dem Rücken der Polizeibeamten heraus aus der bürgerlich-linken Gruppierung versucht, die vorhandenen Lücken in der Polizeikette auszunutzen, um Angehörige der rechten Gruppierung mit Schlägen und Tritten zu attackieren, was die Emotionen unter den Rechten immer wieder aufheizte. Herr Minister Jäger, ist das Ihre Aussage in Ihrem Bericht? Dann stehen Sie dazu und ducken Sie sich nicht weg hier und fangen an, mit Nebelkerzen zu versuchen, Situationen zu verwischen. Ich glaube, die Bürger haben einen Anspruch darauf, zu wissen, wo steht unser Minister? Ist die Koalition noch handlungsfähig oder sehen wir einen Trümmerhaufen vor uns? Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Lohn. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Stotko. Ich habe es dann verstanden. Es gibt keine Zwischenfrage. Ja, genau, genau. Sehr Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich will kurz richtigstellen, Herr Kollege Lohn, in dem Bericht des Ministeriums steht weder der Name der Partei SPD noch der Name von Herrn Drabik. Das haben Sie gerade so zitiert. Das ist nicht so. Und ich möchte Herrn Kruse und Herrn Orth ja zumindest ein Gespräch mit Herrn von Bentem und mit Frau Bastian anregen zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen man Bürgermeister in Köln-Porz wird. Das muss man hier doch nicht wegschieben. Ich halte das für wichtig und dass der Bericht nicht geändert wird. Aber entgegen meiner sonstigen Gepflogenheiten, bevor Sie jetzt alle anfangen zu reagieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können ja offensichtlich in einem freien Land nicht verhindern, dass Extremisten, Chaoten oder andere Staatsfeinde vor den Augen der Öffentlichkeit durch die Straßen ziehen und rassistische oder ausländerfeindliche Parolen skandieren. Wir konnten leider, ich glaube auch gemeinsam, alle nicht verhindern, dass 46 Rechtsextreme mindestens in unseren Kommunalparlamenten sitzen. Aber was wir verhindern können gemeinsam ist, dass diese Rechtsextremen die Straßen und Plätze dominieren und das Bild unseres Landes Nordrhein-Westfalen in der Öffentlichkeit prägen und eben auch verzerren. Denn es ist unsere Aufgabe, als Demokratinnen und Demokraten deutlich zu machen, dass das mit der Mehrheit dieses Landes nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Unter schwierigen Umständen und sicherlich auch an den Grenzen dessen, was möglich ist, haben Menschen in Dortmund klargemacht, dass wir ein Land in Nordrhein-Westfalen, übrigens auch die Bundesrepublik, sind, das nach bitteren Erfahrungen mit Extremismus und Gewalt, vielleicht auch gründlicher als andere Länder, seine historischen Lektionen gelernt hat. Wir wollen nie wieder zurück in einen solchen braunen Sumpf, den es im 20. Jahrhundert in verschiedenen Phasen unserer Geschichte leider hierzulande gegeben hat. Johannes Rau, mit Erlaubnis des Präsidenten, hat einmal gesagt, die Stärke unserer Demokratie liegt doch gerade darin, dass alle die gleichen Rechte haben und dass für alle das gleiche Recht gilt. Genau daran müssen wir uns auch im Umgang mit Fremdenhass und Gewalt halten. Wir sollten sorgfältig prüfen, welche der Instrumente, die dem demokratischen Staat zur Verfügung stehen, in der aktuellen Auseinandersetzung mit dem Extremismus wirklich Erfolge versprechen. Johannes Rau hat das gesagt und ich glaube, dass die Bewertung der Frage, ob und wer sich in Dortmund wie richtig und mit welchem Erfolg verhalten hat, richtigerweise wir als Politik den Staatsanwaltschaften überlassen. Aber wir müssen doch hier und heute all diejenigen in unseren Parteien, in allen Parteien und der Zivilgesellschaft dringend ermutigen, denn die fühlen sich den Parlamenten und in diesem Staat der Verfassung verpflichtet. Und den sollten wir hier als Parlament in Nordrhein-Westfalen die deutliche Botschaft übermitteln, in diesem Land dulden wir keinen Fremdenhass, mit uns nie mehr. Applaus
Wir alle tragen die Verantwortung für das, was aus diesem Land wird, in diesem Land mit einer Demokratie, für die wir ja auch als Parlamentarier aktiv eintreten, um eine Beschädigung des Ansehens der Demokratie und der Strukturen Einhalt zu gebieten. Wir dürfen die Ereignisse aus Dortmund, einen sicherlich schwierigen Bericht, manch unbedachte Äußerung nicht zum Gegenstand pauschaler Schuldzuweisungen oder gar kalkulierter Unterstellungen unter den Demokratinnen und Demokraten machen. Dies wird der Tragweite dieses Problems nicht gerecht und spielt den Neonazis nur in die Hände. Denn wer von den Menschen in unserem Land im Alltag Courage im Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit verlangt, der muss selber Vorbild sein. Dies gilt besonders für politische Verantwortungsträger und besonders für die Parlamentarier in diesem Raum. Denn, und das irritiert mich an der bisherigen Diskussion, die vielbeschworene Gemeinsamkeit der Demokratinnen und Demokraten steht leider allzu oft nur auf dem Papier. Der Alltag im Umgang zwischen Regierungsfraktionen und Opposition ist ja meist von Polemik, verbalem Populismus und Konfrontation um der Konfrontation willen geprägt. Umso wichtiger ist es, dass wenigstens an manchen Stellen Grenzen gewahrt und ungeschriebene Gesetze eingehalten werden. Und dazu gehört die Geschlossenheit der Demokratinnen und Demokraten. Es fällt mir auch leicht, an diese Geschlossenheit zu appellieren, denn in den Geschichtsbüchern kann man nachlesen, dass sich noch kurz vor der Machtübernahme die unterschiedlichen Parteien der Opposition beschimpften, statt gemeinsam Flagge gegen die Nazis zu zeigen. Und diese fehlende Gemeinsamkeit der Demokratinnen und Demokraten war eine entscheidende offene Flanke für die Machtübernahme. Wir dürfen und wir wollen den Nazis in diesem Land und in der Bundesrepublik, wie auch überall auf der Welt, keine Chance geben, die demokratischen Fraktionen gegeneinander auszuspielen. Die jüngsten Aktivitäten von Nazis in Nordrhein-Westfalen zeigen, nicht nur in Duisburg, dass wir entschlossen und geschlossen vorgehen müssen, denn Demokratie und Freiheit sind nicht selbstverständlich. Sie müssen immer wieder verteidigt werden. Dabei darf sich niemand, wirklich niemand, seiner Verantwortung entziehen. Das hat übrigens auch Johannes Rau erkannt, den ich mit Erlaubnis des Präsidenten zum zweiten Mal zitieren möchte. Er hat gesagt, der Konsens der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft ist nicht naturgegeben. Er ist nicht ein für alle Mal gesichert. Dieser Konsens muss immer wieder erarbeitet werden, rational und emotional. Was den meisten von uns selbstverständlich erscheint, muss immer wieder neu begründet, benannt und vor allem im Alltag Wirklichkeit werden. Lassen Sie uns gemeinsam mit Johannes Rau daher in diesem Parlament gemeinsam an diesem und für diesen Konsens arbeiten. Ich rufe ausdrücklich, trotz der bisherigen Debatte, alle zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Demokratinnen und Demokraten auf. Wir müssen gemeinsam Rückgrat zeigen gegen Rechtsextremismus, ob in Vereinen, Verbänden, Kirchen oder mit allen Menschen, die sich in den Kommunen engagieren. Wir alle müssen beim Kampf gegen Rechtsextreme zusammenhalten. Denn dann und nur dann haben die Nazis in unserem Land keine Chance. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stotko. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort nun Frau Schneckenburger. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir eine Bemerkung zunächst zu Herrn Dr. Ott. Herr Dr. Ott, ich empfand Ihren Beitrag als infam. Sie haben mich persönlich angegriffen und ich erwarte eigentlich von Ihnen, dass Sie das auch wieder richtigstellen. Ich will noch mal sagen, wenn Sie das liberale Gesicht sind der FDP, dann finde ich, dass liberale Politik der FDP heute abgedankt hat. Ihre Parteikolleginnen standen in Dortmund mit einer Flagge der FDP vor dem Rathaus.
Die haben sich anschließend weggeduckt, als es um die Auseinandersetzung jetzt ging. Das ist richtig. Die haben nicht unterschrieben. Das stimmt. Aber sie standen vor dem Rathaus. Sie lassen auch ihre Kolleginnen und Kollegen in Dortmund im Stich, Herr Dr. Ort. Sehr geehrter Herr Laschet, ich will nicht auf die Beiträge Ihrer Kollegen jetzt eingehen hier, aber ich will es noch mal deutlich sagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen Schulterschluss aller Demokratinnen und Demokraten brauchen. Und dazu gehört auch die CDU in Nordrhein-Westfalen, in Dortmund und in jeder Stadt in Nordrhein-Westfalen. Weil wir diese Einschätzung teilen, bitte ich Sie, wirklich noch mal zu überdenken, ob wir auch in einen zivilgesellschaftlichen Schulterschluss in der Auseinandersetzung mit Nazis vor Ort in Dortmund kommen können. Ich biete diesen Dialog ausdrücklich an, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das notwendig ist und dass wir nur als Zivilgesellschaft gemeinsam gegen diese rechtsextremen Strukturen in Dortmund stehen können. Ich will Ihnen noch mal sagen, Herr Lohn, wir haben in Dortmund, damit es nicht in Vergessenheit gerät, im Jahr 2000 sind 3 Dortmunder Polizisten ermordet worden von dem Neonazi Michael Berger. Das ist derselbe Neonazi, der guter Freund des Sigi Borchert ist, SS-Sigi Borchert, wie er sich nennen lässt, der jetzt in den Dortmunder Rat eingezogen ist. Wir haben es nicht nur mit irgendwelchen Rechtsideologien zu tun, sondern wir haben es mit gewaltbereiten Neonazis zu tun. Und der Innenminister hat diesen Verein, den diese Neonazis angehören, zu Recht in Dortmund verboten. Und nun nutzt dieser Verein die Hülle einer Partei. Ich bin der festen Überzeugung, es ist nur die Hülle einer Partei, um sich rechtsstaatlicher Strukturen zu bedienen. Dagegen können wir nichts tun. Das ist so. Dortmund hat übrigens viele und lange Erfahrung in der Auseinandersetzung mit Neonazis. Sie saßen hinter mir lange Zeit in dieser Stadt, im Rat der Stadt Dortmund. Wir haben einen Weg gefunden, um mit ihnen umzugehen. Wir haben einen Weg gefunden, um keine Öffentlichkeit für sie zu bereiten in Dortmund. Aber das ist eine neue Qualität, die da in den Rat der Stadt eingezogen ist. Da gibt es auch keine Erfahrung dazu. Darum will ich einfach noch mal herzlich einladen, dass wir das auch wirklich zusammentun und nicht versuchen, und ich empfand das so zu Beginn dieser Debatte, und nicht versuchen, parteipolitische Geländegewinne zu machen. Und ich meine das ausdrücklich auch an die Adresse der Polizei und gerade der Polizei in Dortmund gerichtet. Wir brauchen einen gemeinsamen Dialog. Das kann nicht so weitergehen. Und ich will auch trotzdem, gerade weil wir ihn brauchen und weil ich der festen Überzeugung bin, dass man dann auch Fehler benennen muss, will ich diese Probleme, die ich mit dem Bericht habe und die viele Menschen in Dortmund haben, auch noch mal benennen. Ich will sie noch mal an 2 Stellen benennen. Die Lebenswirklichkeit sagt einem, auf einer Party in Deutschland wird Alkohol getrunken. Die einen trinken mehr, die anderen trinken weniger, die Dritten trinken gar nichts. Frage, das wird sicher auch in Dortmund so gewesen sein an dem Wahlabend, da bin ich mir ganz sicher. Frage, haben die Menschen gehandelt in Dortmund, weil sie Alkohol getrunken haben? Waren sie betrunkene Politiker? Nein, sie waren Menschen, die spontan rausgegangen sind, weil sie einen Hinweis erhalten haben, dass, ich könnte Ihnen das erklären, woran man das gesehen hat, dass gleich Neonazis auftauchen werden vom Rathaus. Sie haben sich da versammelt und die standen unter Stress. Da war Angst, da war Wut und vor allen Dingen war sehr viel Stress in der Luft. Da gab es keine gemeinsame Überlegung, dass man ein Rathaus blockiert. Das ist vielleicht im Ergebnis so gewesen, dass da viele Menschen standen, dass man nicht durch die Tür konnte. Aber es gab keineswegs die Absicht, ein Rathaus zu blockieren. Es gab keinerlei Verabredung. Da erzeugt der Bericht einen falschen Eindruck. Und ich will auch noch mal sagen, warum er einen falschen Eindruck erzeugt. Ein Polizeibericht, und das würde zur Redlichkeit auf Ihrer Seite dazugehören. Ein Polizeibericht kann nur darstellen, was Polizei erlebt hat vom Zeitpunkt Ihres Eintreffens an. Alle körperlichen Übergriffe sind vorher gewesen. Aus dieser Situation heraus ist Polizei informiert worden. Alles ist vorher gewesen. Und ich finde, Herr Innenminister, und das will ich auch noch mal in der Deutlichkeit sagen,
Ich finde, das hätte der Bericht auch deutlich machen müssen, und zwar deswegen, weil Ihnen ein Live-Bericht vorliegt, der Polizei in Dortmund. 5:21 hat jemand auf das Band, auf das Notrufband der Polizei in Dortmund gesprochen und hat gesagt, hier kommen Neonazis, sie greifen das Rathaus an, Einsatz von Pfefferspray, Einsatz von Gewalt, bitte kommen Sie schnell. 5:21 Live-Bericht. Warum gibt es in diesem Bericht keinen Hinweis darauf? Das will ich noch mal sehr deutlich fragen. Für mich ist das ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, die Menschen in Dortmund haben versucht, sich und andere zu schützen von Neonazi-Attacken. Ihnen gebührt unser herzlicher Dank. Sie haben die Frage gestellt, Herr Innenminister, Sie haben das Gute gewollt, haben Sie es auch gut gemacht. Ich finde, ich kann das nicht beurteilen im Einzelfall. Das muss Justiz beurteilen. In jedem Einzelfall muss das Justiz beurteilen. Aber in der Gesamtheit kann ich nur sagen, wir brauchen eine mutige Zivilgesellschaft, die bereit ist, sich aufzustellen, auch vor den frisch gewählten Mitgliedern des Integrationsrates. Auch vor den frisch gewählten Mitgliedern des Integrationsrates, die da schutzlos diesem Neonazi-Angriff ausgeliefert gewesen wären. Also, die Sonne des Rechtsstaates scheint über allen Menschen gleich. Und ich vertraue auf den Rechtsstaat, er wird die Dinge aufklären. Davon gehe ich mal aus und darauf hoffe ich auch sehr, dass alle Zeugenaussagen berücksichtigt werden. Aber für mich ist klar, unter dem Strich, ja, die Menschen in Dortmund haben das Richtige getan. Sie haben sich bemüht, sich aufzustellen in einer Situation, die ausgesprochen schwierig war. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, wir werden mit dieser Situation auch in der nächsten Zeit noch umgehen müssen. Ich wünsche mir sehr, dass sie bei allem Schlechten, das sie hat, bei der schlechten, auch schwierigen Teilen der Debatte, die sie in Dortmund hat, dass sie dazu führen wird, dass sich mehr Menschen engagieren, dass die CDU mit eintritt in einen Konsens in Dortmund, dass Zivilgesellschaft sich mit breitem Rücken auch weiterhin aufstellt und dass die Menschen ermutigt werden, rechtsextremen Terror nicht standzuhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schneckenburger. Als nächster Redner spricht für die FDP-Fraktion Herr Kollege Dr. Ott. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aktuelle Stunde hat ja die Möglichkeit, mehrfach sich auch zu Wort zu melden und auch auf das einzugehen, was der eine oder die andere hier gesagt hat. Insofern möchte ich zunächst einmal auf den Herrn Minister eingehen und ihm sagen, dass sein Wortbeitrag leider noch immer nicht zur Klarheit beigetragen hat. Denn es ist zu Recht ja auch kritisiert worden, dass Pauschalverurteilungen in dem Bericht formuliert sind. Betrunkene Politiker. Das ist ein Begriff, von dem kann sich jeder angesprochen fühlen. Und man kann sich auch zu Recht dagegen verwahren. Aber wenn man von betrunkenen Politikern oder alkoholisierten Politikern, okay, alkoholisierten Politikern schreibt, ich finde, dann gehört es auch dazu, um den Abgeordneten hier zu ermöglichen, den Wahrheitsgehalt dieser Äußerung nachzuvollziehen, Ross und Reiter zu nennen, meine Damen und Herren. Wer waren denn dann die Personen? Ich finde jedenfalls, man kann schlecht einen Bericht in der Welt stehen lassen mit solchen offenen Äußerungen. Und da, finde ich, haben wir als Parlament Anspruch darauf zu wissen, wer es war und wie es war. In die gleiche Richtung hat auch der Kollege Lohn gefragt, der auch die Tatsachen aufgeklärt wissen will. Und ich finde es sehr schade, dass wir hier als Parlament sozusagen einen Bericht vorliegen haben mit Pauschaläußerungen,
von denen der Minister einerseits sagt, sie sind richtig, andererseits er sich politisch distanziert. Damit können wir im Parlament nicht umgehen. Ich finde, der Minister muss voll und ganz hinter einem Bericht stehen oder er muss ihn ganz konkret auch korrigieren. Er kann Neudruck austeilen seiner Drucksache, aber so lassen wir Ihnen das, Herr Minister, wirklich nicht durchgehen auf Dauer. Und auch noch mal klargestellt zur Frage Recht und Moral. Für mich ist ganz klar, dass es moralische Punkte gibt. Es gibt auch Ziele, die man verfolgt. Aber in einem Rechtsstaat ist die Auswahl der Mittel halt eben begrenzt, meine Damen und Herren. Und um diese Frage, ob wir rechtsstaatlich handeln oder ob wir etwas, was wir für moralisch in Ordnung halten, dann einsetzen, auch über die rechtsstaatlichen Grenzen hinaus. Darum geht es. Und da, finde ich, haben wir als Politikerinnen und Politiker eine Vorbildfunktion. Wie sollen denn die Bürgerinnen und Bürger draußen erkennen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, wenn wir meinen, dass wir uns als Politiker über die Grenze des Rechtsstaats hinwegsetzen können, meine Damen und Herren? Und um auch klar zu sagen, ich habe das eben einmal gesagt, aber vielleicht ist es auch in dem Lauten hier nicht so ganz angekommen. Natürlich sind wir Liberalen gegen jede Form von Gewalt von rechts, gegen Rechtsextremismus. Wir verurteilen rechte Politik, ganz klar. Aber, sage ich Ihnen auch, wir verurteilen Gewalt von jeder Seite. Wir verurteilen Extremismus von jeder Seite. Extremismus ist nicht teilbar, meine Damen und Herren. Und auch um diese Frage geht es hier heute. Und ich habe dem Wortbeitrag von Frau Schneckenburger sehr genau zugehört. Und ich habe eben auch klar gefragt, ob Sie, Frau Schneckenburger, die Fäuste genommen haben und Gewalt ausgeübt haben. Und ich habe von Ihnen kein Dementi gehört. Das finde ich sehr schade. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie sich davon distanziert hätten, meine Damen und Herren. Nein. Nein, meine Damen. Meine Damen und Herren. Sagen Sie, ist das ein Mittel der demokratischen Auseinandersetzung? Meine Damen und Herren. Kolleginnen und Kollegen, darf ich um Folgendes bitten. Herr Kollege Dr. Orth, Sie haben hier das Mikrofon offen, das Rederecht. Und ich darf Sie bitten, Kolleginnen und Kollegen, bei aller Empörung und möglicherweise auch begründeter Empörung, dem Redner zuzuhören. Dem Redner zuzuhören. Das gilt für beide Seiten, was die Empörung betrifft. Es gilt für beide Seiten, was die Empörung betrifft. Und ich würde Ihnen nicht raten, den Präsidenten in der Ausführung seines Amtes zu kritisieren. Sonst kriegen wir hier ein wirkliches Problem, Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt erwarte ich, dass dem Redner zugehört wird. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte eben ausführen, dass ich schon sehr lange politisch aktiv bin und dass ich an sehr vielen friedlichen Demonstrationen gegen Rechte teilgenommen habe. Wir haben Lichterketten gebildet, wir sind demonstriert, wir haben alles das gemacht. Und das ist das, was ich finde, wo der Äquator aber dann auch ist. Und Frau Schneckenburger, zum Letzten, ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie das klarstellen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle gemeinsam von Gewalt distanzieren. Herzlichen Dank. So, Kolleginnen und Kollegen, es spricht als nächster Redner für die Piratenfraktion Herr Kollege Sommer. Herr Sommer, bitteschön. Danke, Herr Präsident. Die Pause kommt mir ganz recht. Nach den Einlassungen von Herrn Dr. Orth, Vorsitzender im Rechtsausschuss dieses Landtages,
fällt es mir schwer, mit meiner Rede fortzufahren. Was das für eine Rechtsauffassung ist, verstehe ich wirklich nicht. Aber Sie haben wahrscheinlich die Rede einer Bürgerrechtspartei gehalten. Ihr Weg zur AfD ist anscheinend unumkehrbar. Erschreckend. So, kommen wir zurück zum Bericht. Genau, gucken Sie sich mal die Videos an. Völlig richtig. Da sehen Sie, wie Ihre Julis vernünftig und völlig passiv in der Menschenkette vor dem Rathaus stehen. Und das, was Sie hier an Einlassung bringen, ist ein Schlag ins Gesicht für jeden aufrechten Demokraten. Einfach unsäglich. Nee, nicht ich. Gut, kommen wir zurück zum Bericht. 22:21 Uhr. Na egal. Es wird im Bericht vielfach einfach falsch informiert, verharmlost, in Teilen wirklich völlig auch objektiv die Unwahrheit berichtet. Die Belege dafür finden sogar Sie im Netz. Nee, Sie nicht. Stimmt. Richtig. Wir zeigen Ihnen, wie das geht bei Gelegenheit. Aber ich habe ja gelesen, dass wir demnächst eine Videoleinwand hier kriegen. Vielleicht hilft Ihnen das. Manche Leute können ja besser Bilder sehen als zuhören. 22:21 Uhr habe ich gesagt, nie 21:12 Uhr. Aber ist egal. Ja, richtig, im Gegensatz zu Ihnen. Sie hängen hinten dran, mindestens 60 Jahre. Immer noch Gemecker? Dann machen Sie sich doch mal ehrlich. Lassen Sie mal Herrn Golland reden. Na, kommt auch nicht. Genau. Ja, würde zur Ehrlichkeit mal einfach dazugehören. So, weiter. Die Auswirkungen des Berichts in Dortmund, auf die Frau Kollegin Schneckenburger eingegangen ist, und auch Frau Kollegin Schäfer schon, bedeuten einen absoluten Tiefpunkt der Menschen in Dortmund in das Vertrauen in die Polizei in Dortmund. Wir haben hier einen Tiefpunkt erreicht, der Menschen wirklich davon abschreckt, mit der Polizei in Dortmund zusammenzuarbeiten. Ja, für Sie ist das Blödsinn, ich weiß, Sie tauchen auch nie als Zeuge auf, Sie sind nämlich nie dabei. Dementsprechend tauchen auch weder Sie mit Namen noch mit Adresse auf den Seiten der Rechten auf und müssen sich deren Hetze stellen. Andere Menschen müssen das sehr wohl tun. Zum Beispiel Herr Sierau, genau. Nehmen wir mal einen absoluten Linksradikalen, Herrn Sierau. Unsäglich. So. Ich bitte wirklich herzlich das Innenministerium und auch Sie, Herr Minister, darum, diesen Bericht in Anführungsstrichen wirklich objektiv neu erstellen zu lassen. An diesem Bericht ist wenig zu retten. Wenn das nicht möglich ist durch das Innenministerium oder die Polizei in Dortmund, dann muss das hier der Landtag tun. Da muss die Exekutive, da muss die Legislative hier an der Stelle die Exekutive kontrollieren. Das ist unser Job. Haben Sie auch nicht verstanden, ich weiß. Wir verabreden sowieso einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Morden des NSU und was es an der Stelle für Vertuschung gegeben hat. Wenn es wirklich noch Tendenzen in der Dortmunder Polizei oder in der Polizei NRW gibt, die in irgendeine Form verharmlosend in Richtung Rechtsextremismus gehen sollten, wovon ich nicht ausgehe, ganz wichtig, wovon ich persönlich absolut nicht ausgehe und nicht ausgehen will. Ja, es müssen Dinge kontrolliert werden, selbstverständlich. Deshalb habe ich auch Herrn Innenminister ganz herzlich und persönlich darum gebeten, das zu tun. Und ich bitte wirklich darum, diesen Bericht zu evaluieren und neu zu erstellen. Mit der Zivilgesellschaft, mit der Polizei in Dortmund. Das wäre ein Weg, um das Vertrauen, was hier verloren gegangen ist, wieder aufzubauen. Das ist ein Weg, den wirklich alle demokratischen Kräfte auch zusammengehen müssen. Und ich möchte mich der Einladung von Frau Schneckenburger, auch wenn es mir wirklich schwerfällt, da anschließen. Diese Einladung geht an alle demokratischen Kräfte oder zumindest diejenigen, die es noch am Schild haben. Danke.
Vielen Dank, Herr Sommer. Für die Landesregierung hat jetzt das Wort noch einmal Herr Minister Jäger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, Frau Schneckenbruder, ich bin Ihnen für Ihren Wortbeitrag außerordentlich dankbar. Weil ich finde, wenn man selbst Opfer eines gewalttätigen Übergriffs geworden ist, trotzdem nüchtern und sehr rational Dinge zu schildern und darauf zu argumentieren, finde ich sehr respektvoll. Und Sie haben... Und Sie haben, wie ich finde, was in dieser Debatte gelegentlich untergegangen ist, ist glasklar herausgearbeitet. Ich hätte mich selbst gefreut, wenn ich das geschafft hätte, selbst so klar herauszuarbeiten. Dass Sie nämlich klar gesagt haben, ein Einsatzbericht kann nur das darstellen, was während eines Einsatzes geschieht und nicht das, was davor geschieht und was danach geschieht. Dass ein Einsatzbericht ist und kein Urteil. Dass der lückenhaft sein muss, weil es um die Wahrnehmung von Beamten im Einsatz geht. Und das ist das Entscheidende, was Frau Schneckenburger gesagt hat. Und jetzt ist die Justiz am Zug, das alles aufzubereiten, was in Informationen vorliegt, und entsprechend konsequent zu handeln. Und ich bin froh, dass gegen eine ganze Reihe von Rechtsextremisten in Dortmund, unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung, ganz konsequent ermittelt wird. Eins will ich auch noch sagen, Frau Schneckenburger. Sie haben gesagt, die sind unter das Parteienprivileg, ist die ehemalige Kameradschaft gerutscht. Ja, das stimmt, größtenteils gerutscht. Nicht vollständig. Aber ich kann Ihnen genauso sagen, wie ich diese Kameradschaft verboten habe, wenn es eine rechtliche Handhabe gibt, darzustellen, dass es sich nicht um eine Partei, sondern eine Nachfolgeorganisation dieser Kameradschaft handelt, werden wir auch diese verbieten. Und ich will noch eine Klarstellung in Richtung Herrn Lohn vornehmen. Herr Lohn, Sie haben vorhin den Verdacht geäußert, dass dieser Bericht vom Ministerium verfälscht worden sei, um es mal freundlich zu formulieren. Um es deutlich zu sagen, Einsatzberichte, die das Parlament anfordert, werden nicht vom Ministerium zensiert oder korrigiert. Das gebietet der Respekt vor dem Parlament, dass wenn ein solcher Einsatzbericht von den Behörden angefordert wird, der auch vorgelegt wird. Und ich weise das entschieden, für mich selbst sowieso, aber auch für meine Beamtinnen und Beamten in meinem Haus zurück, dass Sie unterstellen, dass hier dieser Bericht gefälscht worden sei. Das weise ich mit aller Deutlichkeit zurück. Vielen Dank, Herr Minister. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Siewecke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist sicherlich jetzt auch nicht einfach, bei dieser aufgehitzten Stimmung hier auch zu sprechen. Auf dem Weg zum Rednerpult ist beispielsweise auch von Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen gesagt worden, nicht mehr sprechen, besser, wenn sie nicht sprechen würden. Das ist Teil der Demokratie, dass wir hier in diesem Haus eine Debatte darüber führen. Und Sie verbieten nicht anderen demokratischen Parteien, ob sie zu sprechen haben oder nicht zu sprechen haben. Und ich schiebe es deswegen am Anfang dieser Debatte ein. Ich glaube, die Christdemokratie in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, braucht keine Belehrung, was Demokratie angeht. Wir sind demokratisch und wir stehen zur Demokratie. Und wir haben diese Demokratie auch verteidigt. Und es kamen eben Wortmeldungen, gerade auch aus der dunklen Vergangenheit unserer Geschichte, und dass demokratische Kräfte eben nicht zusammenarbeiten konnten. Deswegen haben die Gründungsväter der Christdemokratie gerade auch die konfessionellen Grenzen über Bord geworfen und haben gesagt, deswegen gründen wir die CDU. Und das ist ein demokratischer Akt gewesen und auf die beziehen wir uns. Aber zur Demokratie gehört auch die Rechtsstaatlichkeit.
Und die Rechtsstaatlichkeit kann eben keine Unterscheidungen vornehmen, wie sie eben suggeriert wurde, dass ich Recht auf der einen Seite haben kann und eine moralisch-politische Diskussion auf der anderen Seite. Das funktioniert nicht, Frau Schäfer. Der Rechtsstaat gehört zu unserer demokratischen Freiheitsordnung dazu und wir stehen dazu. Aber Frau Schäfer, kommen Sie doch mal wieder runter. Ich gehe davon aus, auch bei allen Wortmeldungen, die eben vielleicht auch im Hitze des in der heißen Diskussion auch so geführt worden ist, dass die demokratischen Kräfte sich doch auf die Rechtsstaatlichkeit auch berufen. So, absolut. Können wir das schon mal als Fakt festhalten? Aber unser Antrag ging doch in eine ganz andere Richtung. Unsere aktuelle Stunde ging dahin, dass ein Bericht vorgelegt worden ist, zu dem man stehen kann oder nicht stehen kann. Wir alle waren, oder viele von uns waren überhaupt nicht dabei in Dortmund. Und deswegen fordern wir vom Innenminister einen Bericht ein. Entweder stimmt dieser Bericht oder er stimmt nicht. So. Und dann sagt man, legt einen Bericht vor und dann sagt man, das ist aber ein Bericht von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Das mag ja sein. Sie haben aber eben ausgeführt, dieser Bericht stimmt und Sie stehen zu dem Bericht. Und Sie haben vor allem eins gesagt, in der Innenausschusssitzung, heute übrigens noch nicht, dass Sie der Meinung von dem Fraktionsvorsitzenden Herrn Römer eben nicht folgen. Sie haben eine andere Meinung. Und jetzt müssen Sie uns schon mal klarstellen, was ist denn die andere Meinung? Sie können hier nicht einen Bericht vorlegen und sagen, zu dem Bericht stehe ich, aber der Bericht, ja, der ist auf der einen oder anderen Seite immer ein bisschen unverständlich oder auch irreführend oder man kann ihn missverstehen. Und deswegen hat Herr Dr. Orth, Herr Lohn und Herr Kruse eben gesagt, dann korrigieren Sie den Bericht und stellen uns den Bericht so vor, dass wir den als Basis haben. Aber Sie können nichts nehmen, sagen, das ist unser Bericht, zu dem stehe ich, aber auf der einen oder anderen Seite ist der Bericht auch ein bisschen unverständlich. Das geht so nicht. Denn wir alle, und das meine ich jetzt wirklich so, wie ich sage, wir alle fordern doch ein, dass wir zusammenhalten bei dieser Thematik. Aber da muss doch die Faktenlage, über die wir hier diskutieren, auch eindeutig sein. Und es kann nicht schriftlich etwas anderes vorgelegt werden, als dann mündlich hier vorgetragen werden, damit immer wieder Interpretationsspielräume für alle Seiten sein können. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, alkoholisierte Politiker, es ist Wahlabend, dass da die Politiker auch bei einer Wahlparty was getrunken haben. Darum geht es doch überhaupt nicht, sondern dass sich da Politiker vor Ort, und eben ist der ehemalige Unterbezirksvorsitzende der SPD hier namentlich genannt worden, wenn der sich den Einsatzkräften dann in den Weg stellt, das ist zu kritisieren und nicht, dass er vorher ein Bier getrunken hat. Die Polizei muss letztendlich die Rechtsstaatlichkeit dann durchsetzen können. Und das müssen wir als Demokraten verteidigen. Das ist unsere Aufgabe. Und eins ist natürlich auch bemerkenswert. Sonst ist die Piratenfraktion immer ganz, ganz vorsichtig, wenn es um Videobeweise geht. Hier werden jetzt permanent irgendwelche YouTube-Videos nach vorne gestellt, die von auf der einen oder anderen Seite gezeigt werden sollen. Und wir müssen uns von Ihnen, Herr Sommer, ich muss mir von Ihnen wirklich nicht vorhalten lassen, ob ich ein guter oder schlechter Demokrat bin oder ob ich überhaupt ein Demokrat bin. Ich bin ein Demokrat und zwar von Anfang bis Ende und ich bin demokratisch legitimiert worden. Und Sie müssen nicht anderen hier absprechen, nur weil Sie nicht in allen Punkten Ihre Meinung teilen, ob Sie gute oder schlechte Demokraten sind. Das können Sie sich auch mal merken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Siebecke. Für die SPD-Fraktion hat sich der Fraktionsvorsitzende, Herr Kollege Römer, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, nach dieser teilweise hitzigen, kontroversen Debatte über eine schwierige, für uns alle bedrückende Angelegenheit in Dortmund am Wahlabend der Kommunalwahl will ich als erstes feststellen, dass dieser Wahltag in Dortmund mit den schlimmen Vorkommnissen am Abend ein ganz schlimmer Tag war für das friedliche Zusammenleben der Stadtgesellschaft, weil
ein brauner Mob das Rathaus stürmen wollte. Und dann, füge ich hinzu, ist dieser schlimme Tag für die Stadtgesellschaft zu einem guten Tag für die Demokratie geworden. Und deshalb geworden, weil mutige Frauen und Männer sich den Nazis entgegengestellt haben. Und ihr Rathaus, das Haus der kommunalen Demokratie, erfolgreich geschützt haben, meine Damen und Herren. Sie haben es erfolgreich vor dem braunen Mob geschützt. Ich bleibe bei dieser Begrifflichkeit. Erfolgreich vor dem braunen Mob geschützt. Und deshalb gehört für mich zuallererst herausgestellt, diesen mutigen Frauen und Männern gehört unser Respekt, unsere Anerkennung und, meine Damen und Herren, unsere Solidarität. Die Solidarität aller Demokraten, das sollte hier heute das Signal aus diesem Hohen Hause sein, meine Damen und Herren. Denn, und da will ich uns doch alle einbeziehen, im politischen Kampf der Demokraten gegen den braunen Mob, da darf es keinen Zweifel, kein Lavieren, kein Ausweichen geben. Und deshalb bin ich dem Innenminister so außerordentlich dankbar dafür, dass er mit Beginn der Aufnahme seiner politischen Verantwortung hier in Nordrhein-Westfalen keinen Zweifel daran gelassen hat, dass diese Landesregierung, eher, dass wir alle im politischen Kampf gegen diesen braunen Mob alle rechtsstaatlichen Mittel ausschöpfen, um denen entgegenzutreten und die zurückzuweisen. Das müssen wir festhalten, meine Damen und Herren. Dafür gebührt Ralf Jäger Dank. Dann füge ich aber auch hinzu, nach dieser Debatte, deshalb, Herr Kollege Orth, deshalb, weil es kein Lavieren, kein Ausweichen, kein Taktieren geben darf, damit kein Zweifel aufkommt, deshalb war ich über Ihren Wortbeitrag erschrocken, entsetzt. Und Sie haben das gerade noch schlimmer gemacht. Und das Entsetzen war im Übrigen auch Ihren Fraktionskolleginnen und Kollegen in das Gesicht geschrieben. Ja, nutzen Sie die Gelegenheit. Machen Sie das wieder klar. Es darf keinen Zweifel geben, da sind wir beieinander, da stehen wir zusammen. Ich weiß doch auch, dass dann, wenn man mit Zivilcourage sich dem braunen Mob entgegenstellt, auch um das Haus der Demokratie in Dortmund zu schützen, dass da nicht immer wieder gleich das Gesetz genommen werden kann, in die Hand genommen werden kann, geguckt werden kann, was da ist. Wenn man sich verteidigt, dann muss man sich auch verteidigen dürfen gegen diejenigen, die einen angreifen mit den Mitteln, die Menschen haben. Auch dann im Übrigen sich zu wehren gehört dazu. Und weil es keinen Zweifel geben darf, kein Lavieren und kein Ausweichen, Herr Kollege Laschet, deshalb ist das Signal aus Köln so gefährlich für die Demokratie. Und deshalb braucht es eine schnelle Klarstellung durch die CDU, vor allen Dingen durch die NRW-CDU, durch ihren Landesvorsitzenden. Herr Kollege Laschet, meine herzliche Bitte ist, lassen Sie nicht noch mehr Zeit verstreichen. Das ist ein schlimmes Signal. Es darf doch nicht der Verdacht entstehen, dass demokratische Parteien sich von Rechten unterstützen lassen wollen. Legen Sie doch mal einmal die Karten auf den Tisch. Einmal die Karten auf den Tisch. Sehr verehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, insofern könnte diese Aktuelle Stunde
mit einem vernünftigen Ausgang eine gute Gelegenheit sein, für uns alle noch einmal zu überlegen, was wir bei aller notwendigen parteipolitischen Auseinandersetzung dann doch an Gemeinsamkeiten aufbringen. Ich bin Daniela Schneckenburger dankbar dafür, dass sie gesagt hat, wir wollen das in Dortmund machen. Die SPD ist sowieso mit dabei. Gehen Sie mit dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Römer. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen im Rahmen der Aktuellen Stunde liegen mir nicht vor. Allerdings der Wunsch nach § 30 unserer Geschäftsordnung, eine persönliche Bemerkung vor der Abstimmung vorzutragen, von Seiten des Herrn Kollegen Priggen, dem ich jetzt das Wort erteile, zwar bis zu 3 Minuten. Sie kennen die Regularien, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Dr. Orth. Sie haben eben zweimal meiner Fraktionskollegin Frau Schneckenburger unterstellt, fragend unterstellt, sie hätte an dem Abend in Dortmund mit Fausthieben Gewalt ausgeübt gegen andere. Dazu möchte ich Ihnen sagen, ich habe verfolgt, mit Entsetzen verfolgt, wie in Dortmund 3 Polizisten ermordet wurden aus dem Umkreis genau dieser Leute, die aus Rathaus gestürmt sind, wie vor den Privathäusern von Guntram Schneider, von Birgit Rindlewski, von Daniela Schneckenburger und von Uli Sierau von den Rechten vor den Häusern demonstriert wurde und die Menschen und die Familien bedroht wurden. Und ich finde es unzulässig, was Sie gemacht haben. Wenn Sie Fragen haben, klären Sie das, aber einer Kollegin hier zweimal öffentlich sowas zu unterstellen, in dieser Frage, die geschlagen worden ist, das konnte man sehen. Und von der wir wissen, dass sie sowas nicht tut. Aber wenn Sie Fragen haben, fragen Sie sie und unterstellen Sie es nicht im Plenum vor allen Leuten und dann noch zweimal hintereinander. Das ist Ihrer Partei unwürdig. Ich war entsetzt darüber, dass Sie das machen. Und die Bitte ist an Sie, das klarzustellen und das wegzuräumen. Wenn Sie politisch mit uns streiten, man kann streiten bei dem Thema, machen Sie das. Aber nicht auf der Ebene gegen jemanden, der bedroht wird. Und so wie die anderen Kollegen zu Hause und wo Sie auch wissen, was aus dem Umfeld in Dortmund passiert ist. Das sollten Sie hier nicht tun. Herzlichen Dank. Soweit, meine Damen und Herren, die persönliche Bemerkung des Herrn Kollegen Priggen. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe deshalb die Aktuelle Stunde und wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Piratenfraktion. Er liegt Ihnen vor in Drucksache 6120. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Außerdem hat die Piratenfraktion gemäß § 44 unserer Geschäftsordnung eine namentliche Abstimmung zu dem Antrag in Drucksache 6120 beantragt. Nach Absatz 2 dieses Paragraphen erfolgt die namentliche Abstimmung durch Aufruf der Namen der Abgeordneten. Die Abstimmenden haben bei Namensaufruf bekanntlich mit Ja oder Nein zu antworten oder zu erklären, dass sie sich der Stimme enthalten. Ich bitte Frau Kollegin Korte, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Bitte. Vielen Dank. Liebe Kollegen, klar und laut bitte die Antwort. Herr Abel. Herr Abrustad, Herr Dr. Adelmann, Herr Alder, Frau Altenkamp, Frau Andres, Frau Asch, Frau Asch, Herr Bass, Herr Bayer, Herr Andreas Becker, Herr Horst Becker, Frau Beer, Frau Dr. Beisheim, Herr Bell, Frau Benninghaus, Herr Vandenberg, Herr Dr. Berger, Herr Berghahn, Herr Dr. Bergmann, Herr Boy, Herr Bialas,
Herr Biesenbach? Nein. Frau Birkhahn? Nein. Herr Bischoff? Nein. Frau Blask? Nein. Herr Börner? Nein. Herr Börschel? Nein. Freie Frau von Böselager? Nein. Herr Bolte? Nein. Herr Bombis? Nein. Herr Professor Dr. Bövermann? Entschuldigung. Frau Brandt? Ja. Frau Brems? Nein. Herr Breuer? Nein. Herr Brockes? Nein. Frau Dr. Bunse? Nein. Herr Burkhardt? Nein. Herr Busen? Nein. Herr Dahm? Nein. Herr Deppe? Nein. Frau van Dinter? Nein. Frau de Moch-Schweren? Nein. Frau de Moch-Schweren? Frau Doppmeier? Nein. Herr Dr. Droste? Nein. Herr Duders? Nein. Frau Düker? Nein. Herr Düngel? Ja. Herr Eiskirch? Nein. Herr Ellerbrock? Nein. Danke. Herr Engstfeld? Nein. Frau Fasse? Ja. Herr Fehring? Nein. Herr Feuß? Nein. Herr Fortmeier? Nein. Frau Freimuth? Herr Fricke? Ja. Herr Ganske? Nein. Herr Garbrecht? Nein. Herr Garbrecht? Nein. Herr Gatter? Nein. Frau Gebauer? Nein. Frau Gebhardt? Nein. Herr Geier? Nein. Frau Gödicke? Nein. Herr Goldmann? Nein. Herr Golland? Frau Brokowiak-Schmieding? Nein. Herr Große-Brömer? Nein. Herr von Grünberg? Nein. Herr Grunendahl? Nein. Frau Güler? Nein. Herr Hart? Herr Hart? Herr Dr. Hachen? Nein. Frau Hack? Nein. Herr Hafke? Nein. Herr Hahn? Nein. Frau Hammelrath-Gabriele? Frau Hammelrath-Helene? Frau Hanses? Frau Hanses? Herr Hausmann? Herr Hegemann? Herr Heinrichs? Frau Hendricks? Frau Hendricks? Herr Hendricks? Herr Herrmann? Herr Hertha? Nein. Herr Hilser? Nein. Herr Höhne? Nein. Herr Hofenjürgen? Nein. Frau Hove? Nein. Herr Hübner? Nein. Herr Jäger? Nein. Herr Jäger? Nein. Herr Jall? Nein. Frau Jansen? Nein. Herr Jörg? Nein. Herr Kämmerling? Herr Kaiser? Nein. Herr Kerkhoff? Nein. Herr Kern-Nikolaus? Nein. Herr Kern-Walter? Nein. Herr Keimes? Nein. Frau Kieninger? Nein. Herr Glocke? Nein. Frau Klöpper? Nein. Herr Körfkes? Nein. Frau Kopp-Herr? Nein. Korte, nein. Kosicki? Frau Kraft? Herr Kramer? Herr Krick? Herr Krüger? Herr Krüger? Herr Kruse? Herr Kufen? Herr Cooper? Herr Kutschaty? Herr Lammler? Herr Laschet? Herr Lienenkämper? Herr Löcker? Herr Lohn, Frau Lück, Frau Lüders, Herr Lürbke, Frau Lux, Frau Maaßen, Herr Dr. Melzer, Herr Markert, Herr Markert,
Herr Marquardt? Nein. Herr Marsching? Ja. Herr Meesters? Nein. Frau Middendorf? Nein. Frau Mills? Herr Möbius? Herr Moritz? Nein. Herr Mossefizade? Nein. Herr Hans-Peter Müller? Nein. Herr Holger Müller? Nein. Frau Müller-Witt? Nein. Herr Münchow? Nein. Herr Münstermann? Nein. Herr Nettekofen? Nein. Herr Nettelstroth? Nein. Herr Neumann? Nein. Herr Nückel? Nein. Herr Olejak? Herr Dr. Obtendrenk? Nein. Herr Ortgies? Herr Dr. Ort? Herr Ott? Herr Dr. Papke? Nein. Herr Dr. Paul? Ja. Frau Josephine Paul? Nein. Frau Philipp? Nein. Frau Pieper? Nein. Herr Post? Nein. Herr Preuß? Nein. Frau Preuß-Buchholz? Nein. Herr Priggen? Nein. Herr Rahr? Nein. Herr Rasche? Nein. Herr Rehbaum? Nein. Herr Römer? Herr Rohwedder? Ja. Herr Rüsse? Nein. Frau Ruhkemper? Nein. Frau Rydlewski? Nein. Frau Ute Schäfer? Nein. Frau Verena Schäfer? Nein. Frau Scharrenbach? Nein. Herr Schatz? Nein. Herr Schäffler? Nein. Herr Schemmer? Nein. Herr Schemmer? Nein. Herr Schick? Herr Schittges? Nein. Herr Schlömer? Nein. Herr Schmalenbach? Nein. Herr Schmelzer? Nein. Henrik Schmitz? Nein. Frau Ingula Schmitz? Nein. Frau Schneckenburger? Nein. Herr Guntram Schneider? Nein. Herr René Schneider? Nein. Frau Susanne Schneider? Nein. Herr Schultheiß? Herr Schultheiß? Okay. Herr Schulz? Ja. Frau Schulze? Ja. Frau Schulze-Vöcking? Ja. Herr Schwert? Herr Schwert? Herr Seel? Ja. Frau Dr. Seidel? Ja. Herr Siebeke? Ja. Herr Sommer? Ja. Frau Spanier-Oppermann? Herr Spieker? Nein. Herr Dr. Stamp? Nein. Herr Stein? Nein. Frau Steininger-Bludau? Nein. Frau Steinmann? Nein. Herr Prof. Dr. Dr. Sternberg? Nein. Herr Stottko? Nein. Frau Stotz? Nein. Herr Sundermann? Nein. Herr Ten Humberg? Nein. Herr Thiel? Nein. Herr Töns? Herr Tüttenberg? Herr Ünal? Herr Ünal? Nein. Ja, doch, nein. Okay. Herr Uhlenberg? Frau Felte? Herr Vogt? Herr Vogt Alexander? Frau Vogt Petra? Frau Vogt Küppers? Frau Vogt Küppers? Frau Vossler, Herr Fussem, Frau Wagner, Frau Warden, Frau Watermann-Krass, Herr Weckmann, Herr Wedel, Herr Wegener, Herr Weiß, Herr Weske, Herr Axel Wirz, Herr Josef Wirz, Herr Witzel, Herr Dr. Wolf? Nein. Herr Sven Wolf? Nein. Herr Wüst? Nein. Herr Jetim? Nein. Herr Yüksel? Nein. Herr Yüksel? Nein. Frau Zentis? Nein. Herr Zimkeit? Nein. Das war's. Vielen Dank. So, jetzt. So, vielen Dank, meine Damen und Herren.
Ich darf Herrn Kollegen Markert noch mal bitten, weil sein Votum einfach akustisch hier vorne nicht angekommen ist, noch mal sein Votum zu wiederholen. Herr Kollege Markert, bitte. Nein! Jetzt ist es angekommen. Herzlichen Dank. So, ich darf fragen, ob es weitere Kolleginnen und Kollegen gibt, die gerade beim Namensaufruf noch nicht im Plenum waren. Ich wiederhole noch mal die Frage an Herrn Gabricht. Danke, klar und deutlich. Ja. So, es gibt hier noch eine Nachmeldung von Herrn Kollegen Schwert. Haben wir gebucht? Mit der mit Ja votiert hat. Von Herrn Kollegen Schwert. So, gibt es noch weitere Kolleginnen und Kollegen, die gerade beim Namensaufruf noch nicht hier waren und jetzt noch votieren möchten? Das ist augenscheinlich nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführer, die Auszählung vorzunehmen. So, meine Kolleginnen und Kollegen, das Ergebnis der namentlichen Abstimmung liegt vor und ich darf es Ihnen dann auch mitteilen. Ihre Stimme abgegeben haben 223 Kolleginnen und Kollegen. Mit Ja haben 19 Abgeordnete votiert, mit Nein 204. Es hat keine Enthaltung gegeben. Damit ist der Antrag Drucksache 6120 abgelehnt. Ich lasse zweitens abstimmen über den Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen in Drucksache 6205. Wer möchte diesem Entschließungsantrag zustimmen, den darf ich um sein Handzeichen bitten. Das sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Danke. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, die Piratenfraktion und der fraktionslose Kollege Stein. Danke sehr. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Entschließungsantrag Drucksache 6205 mit der festgestellten Mehrheit angenommen.